Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer mit einer nächtlichen Ausgabe von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ja, nicht für euch nächtlich, sondern für mich nächtlich, weil ich, also wir haben heute Sonntag, das ist jetzt also sozusagen die zweite Folge, die ich hier aufnehme am Sonntag für den Montag. Morgen ist leider nicht so viel Zeit, weil morgen die Schule mich wieder sehr in Beschlag nimmt. Ich habe bis 3:45 Schule, ist der längste Tag, ja, nee, nicht der längste Tag, eigentlich Dienstag. Dienstag fällt Sport aus, da kann ich die Zeit nutzen, um aufzunehmen dann. Aber ja, mit einer der längsten Tage der Woche, dafür morgen die ersten beiden frei. Deswegen setze ich mich jetzt hier um 10:40 nochmal hin und nehme für euch eine Runde auf. Und ich habe einiges, was ich ansprechen möchte mal wieder. Und zwar diesmal auch ein bisschen anderer Natur. Ich habe mir mal die Meinungen so unter den letzten Parts angeguckt und habe selber auch nochmal ein bisschen nachgedacht, wo wir mit dem Projekt jetzt sind, wo wir hinwollen, ja, beziehungsweise wo ich hin will. Und ja, ich will damit anfangen, dass wir es noch einmal mit Samson probieren, aber es diesmal mit Samson auch schaffen werden. Wollen wir doch hoffen, aber diesmal bin ich mir ganz sicher, dass wir es schaffen. Denn Leute, ich habe überlegt, wir haben in den letzten Parts ja sehr viel über verschiedene Natursachen gesprochen, wir haben über behinderte Menschen gesprochen, wir haben über viele Dinge der Natur auch gesprochen, wir haben über das Denken allgemein gesprochen und so weiter und so fort. Das heißt, wow, wirklich über, wie ich finde, recht viele Themen und gerade die in, oh, das ist ein schönes Item, Spelunker Head. Jetzt können wir nämlich, ja, hört ihr? Wir sehen die Geheimräume, jetzt brauchen wir nur noch Bomben und es ist geritzt. Wie heißt es hier? Ja, über viele Themen gesprochen und gerade in den letzten Parts. Also ich sag mal, als wir mit dieser Themenreihe angefangen haben, waren die Themen noch recht überschaubar. Also ich weiß gar nicht mehr, über was genau wir da gesprochen haben und ich habe jetzt keine Bombe. Das ist schade, weil ansonsten hätten wir ordentlich was absagen können. Aber vielleicht, ne, kriegen wir einen Cube of Meat, da kriegen wir auf keinen Fall die Kiste. Schade. Dann war es das wohl mit den Geheimräumen in dieser Etage. Ist aber nicht ganz so schlimm, sag ich mal. So, komm her. Ja, das waren noch relativ überschaubare Themen. So sage ich einfach mal. Ja, also das war jetzt noch nicht so komplex wie die letzten. Die letzten waren wirklich meines Erachtens nach extrem komplex. Und es waren schwierige Themen, Leute. Es waren moralisch-ethische, schwierige Fragestellungen. Es waren Fragestellungen, die bis heute nicht beantwortet werden können, teilweise, was dieses Naturdingen angeht. Das waren eben Dinge, wo es darauf ankommt, was hat man sich bisher im Leben für Gedanken gemacht, wie sieht man verschiedene... Ah, das ist natürlich scheiße, dass wir es nicht sehen, wo genau es ist, ne? Ist man mit verschiedenen Dingen im Leben vielleicht auch umgegangen? Ja, all solche Fragen. Ja, um solche Fragen, und hier ist der nächste, aber der kann nur hier sein. Um solche Fragen ging es. Und das sind natürlich schon, sage ich mal, recht schwierige und harte Sachen. Dafür muss man erstens in der Lage sein, ein gewisses Maß, ja, was heißt in der Lage sein? Man muss ein gewisses Abstraktionsvermögen besitzen, um da irgendwie vernünftig was mitreden zu können. Man muss, darf Dinge nicht unbedingt immer aus dem Emotionalen heraussehen, sondern muss die auch versuchen, objektiv von der einen oder anderen Seite betrachten zu können. Und das ist eben nicht immer ganz einfach. Ich habe mit dieser objektiven bzw. mit der Abstraktion eigentlich überhaupt kein Problem. Also da, wo viele sagen, ich kenne einige, die sagen, über den Tod wollen sie nicht reden, weil das möchten sie nicht, da sind sie noch weit von entfernt. Ich habe absolut überhaupt kein Problem, irgendwie über den Tod zu reden. Und ich habe auch kein Problem, das habt ihr ja gemerkt, andere Sichtweisen von anderen Leuten einzunehmen, ja. Also ich kann vieles verstehen, sagen wir es so. Ich habe für vieles Verständnis, für vieles auch nicht Verständnis. Aber ja, wie soll ich das sagen? Ich habe für einiges Verständnis, kann Teil... Oh, die Lampe, die bräuchten wir eigentlich. Kriegen wir das? Das kriegen wir doch bestimmt. Ich brauche endlich mal eine Bombe. Dann könnten wir im Notfall nehmen wir die Bombe. Nehmen wir hier die beiden und dann spekulieren wir darauf, dass wir Geld im Geheimraum noch finden. Jetzt habe ich mir noch nicht gemerkt, wo der... Doch, ich glaube, ich weiß noch, wo der eine war. Ja, da habe ich kein Problem mit. Einige haben damit ein Problem. Das weiß ich auch. Und generell ist mir eben Folgendes aufgefallen. Gerade die Sache mit den Behinderten. Gerade im letzten Part die Sache. Das haben wieder einige, haben das, glaube ich, vollkommen falsch verstanden. Ja, ich wäre niemals dafür, ne, ich denke, das sollte ich nochmal ganz klar sagen, einen Menschen umzubringen.
Es sei denn, wir sind bei Kinderschändern und der Todesstrafe. Wenn wir bei der Diskussion sind, ja. Aber außer der Todesstrafe gibt es für mich keinen Grund, beziehungsweise einer schweren Straftat, wie zum Beispiel einer Vergewaltigung oder Serienmord oder sonst irgendwas, gibt es für mich keinen Grund, jemanden irgendwie umzubringen. Das ist vollkommener Schwachsinn. Ja, und ich finde das auch nicht gut, aber ich sage auf der anderen Seite, und das muss man unterscheiden, und das ist vielleicht auch nicht ganz so rübergekommen, aber das ist auch schwer, das rüberzubringen, weil das bei mir im Kopf so wirr ist, was das Thema angeht. Es ist so ein komplexes Thema, das kann man einfach eigentlich nicht innerhalb einer Folge mal eben so runterrattern und kann da mal kurz erzählen, wie man das sieht. Da müsste ich eigentlich ein komplettes Buch drüber schreiben und wirklich die ganzen Fallunterscheidungen treffen, um da genau sagen zu können, was ich meine. Und jetzt überlege ich gerade, ob wir etwas tun, und wir tun es. In der Hoffnung, dass wir trotzdem das Ding kriegen, aber dann haben wir wenigstens eine Bombe, zwei Bomben und können Geheimraum mitnehmen. Okay, das sei uns schon mal nicht gegönnt. Komm. Ey, komm! Ey, komm! Ich hab noch nie, ich wurde noch nie in meinem Leben so verarscht. Ich wurde noch nie so verarscht. Jetzt mal ohne Spaß, Leute. Ey, da hört der Spaß echt bei mir auf. Also bei solchen Aktionen, die, ey, ohne Scheiß. Weißt du, da bist du froh, die Bomben zu haben. Und dann kommt so eine Kackbombs-Akis-Pille. Ich lerne es aber auch nie, dass ich die Scheißpillen erst hinterher einsetzen sollte. Meine Güte, ey, so wurde ich wirklich noch nie verarscht in dem Spiel. Da war die größte Verarsche. Hoffentlich ist jetzt hier Pin und der hat für mich diesen Schaden. Nein, noch nicht mal Pin ist hier. Oh, ist ja doppelt behindert jetzt. Ey, wie lange das einfach hält, dieses Schild, ne? Ich finde, das hält übelst lange. Come on, come on. Oh, the baby. Ja, Jiminy, vielleicht gibt er aber trotzdem dieses, ich weiß gar nicht. Jiminy, hat er ein fest definiertes Item? Nö, so einen kleinen Typen da gibt er nicht, soweit ich weiß. Können wir Glück haben, vielleicht kriegen wir doch das Ding und kriegen da irgendwie so ein Centstück drin, damit wir das kriegen. Boah, dann wär's Epic Fail und Epic Moment zugleich, wir haben aber kein Glück. Ach, ist das behindert, Leute, ist das behindert. Nee, nehme ich jetzt nichts mit. Boah, wie kann man nur so viel fucking Pech haben? Aber okay. Was soll's? Wir gehen weiter. So, wo war ich stehen geblieben? So viele komplexe Sachen. Ja, ich glaube, da war ich stehen geblieben. Hat mich jetzt etwas aus dem Rhythmus gebracht hier. Ja, also da, ich könnte da ein Buch drüber schreiben. Aber nochmal jetzt zurück zu den Dingern hier. Wie gesagt, ich würde es niemals billigen, einen Menschen umzubringen. Niemals, ja. Wie gesagt, außer im Fall der Todesstrafe. Das ist meine einzige Ausnahme. Wenn ich dann schon mal davon spreche, ja, das könnte ja, zum Beispiel wie jetzt mit diesen, und da meine ich wirklich, da muss man auch unterscheiden, da meine ich wirklich die absolut Behinderten. Also die Leute, die wirklich ohne Ende eingeschränkt sind, die geistig sowie körperlich eingeschränkt sind, die vielleicht vom Hals abwärts gelähmt sind, nicht reden können, geistig komplett zurückgeblieben sind, ja. Von diesen Menschen rede ich. Wo man also fast sagen könnte, die empfinden einfach gar nichts mehr. Also die haben überhaupt gar kein Lebensgefühl mehr. Ja, weil sie eben so stark eingeschränkt sind. So, dass man nicht mehr weiß, kriegen die überhaupt was mit oder sitzen die einfach nur da. Ja, diese Leute meinte ich. Dass ich mir da überlegen würde, ob das überhaupt noch Sinn für die macht. So, und das mein ich daraus heraus, das meine ich nicht, dass ich jetzt dafür wäre, ja, bringen wir die halt alle um, ne? Ist ja egal, die merken ja eh nichts. Sondern, dass ich mir einfach die Frage stelle, haben diese Menschen überhaupt eine Lebensqualität für die selbst? Ist es überhaupt das Beste für die, dass sie irgendwie leben? Oder ist das eigentlich für die schon so ein Zustand, wo die einfach tot sind, sage ich mal. Sie leben noch, aber geistig sind sie schon tot und vegetieren eigentlich vor sie hin, ja. Das war so die Frage, die ich mir dahinter gestellt habe. Das hieß jetzt aber nicht, dass ich das jetzt übertrieben gut fände, wenn man die irgendwie umbringen würde oder so. Nein, sondern es ist einfach die Frage. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie ist die Lebensqualität für die? Und
macht das für die eigentlich irgendwie noch einen Sinn? Ne? Und das sind halt so Sachen, die wurden dann voll oft falsch verstanden, wo dann gesagt worden ist, ey, das finde ich voll nicht in Ordnung, die tun das doch, die Familie, die kümmern sich doch darum, weil sie die lieben und so weiter und so fort. Ja, natürlich. Ja, wo dann einer, der eine hat auch geschrieben, ja, wenn du ein Kind hättest und das würde plötzlich behindert werden, wie würdest du das denn dann sehen, dann würdest du das auch nicht umbringen wollen. Ne? Das sind also Sachen, das wird falsch verstanden. Das sind einfach Überlegungen, die ich anstelle, wo ich, sage ich mal, keine Grenze ziehe, wo ich jetzt nicht sage, oh nee, die Überlegung ist aber jetzt schon ein bisschen krass, da ziehe ich jetzt mal eine Grenze, da möchte ich nicht weiter überlegen. Weil ich mir denke, alles kann gedacht werden. Ja, alles kann doch gedacht werden, ich kann doch alles denken. Ich kann über Selbstmord nachdenken, ich kann über Mord nachdenken, ich kann über alles nachdenken. Aber ob es die Realität ist, ist wieder was anderes. Und nein, es ist nicht die Realität. Ja, und das sind halt so Sachen, das habe ich vielleicht auch falsch formuliert. Das ist aber auch schwer rüberzubringen, weil wie will ich das vernünftig rüberbringen? Ja, das ist richtig schwer bei so einem komplexen Thema, wo jeder Zweite was anderes versteht und wo jeder Dritte es falsch versteht. Noch nicht mal absichtlich falsch versteht, aber weil es einfach, ich sage mal, falsch ankommt, falsch rüberkommt, weil ich es nicht genau genug erkläre, weil es an sich aber auch ein saukomplexes Thema ist, weil man es gar nicht so, ja, weil ich gar nicht weiß, wie ich das so übertrieben gut erklären soll, wie, ne? Und deswegen glaube ich, lassen wir solche extrem komplexen Themen in diesem Let's Play lieber mal sein. Denn das, ja, das stiftet mehr Verwirrung als alles andere. Ich werde tausendmal falsch verstanden. Ich habe dann auch keinen Bock, mir dann da irgendwas, das immer richtig zu stellen. Es ist sehr, sehr komplex. Das hängt zum einen hängt es an Leuten, die nicht zuhören. Zum anderen hängt es aber auch einfach daran, dass das Thema zu komplex ist und man und ich nicht jeden Fall irgendwie erklären kann. Jetzt ist nämlich eben bei mir ist es so, ich gucke mir von Fall zu Fall alles an. Ich verallgemeine eigentlich sehr selten. Im Let's Play oder so, oder man verallgemeinert das schon mal, weil man natürlich auch so allgemeine Ansätze sucht, aber ansonsten sage ich, ich sage halt schon mal allgemein zum Beispiel, ist das so und so, ja. Aber im Normalfall ist es bei mir so, dass ich mir die Fälle einzeln angucke, dass ich jetzt nicht sagen kann, wenn man eben sagt, oh, der TT hat gesagt, Behinderte, die kriegen eigentlich gar nichts mehr mit, das, ne, dann meine ich das nicht Behinderte im Allgemeinen, sondern meine ich zum Beispiel die geistig Schwerbehinderten. So, und dann gibt es aber auch wieder Unterschiede bei den geistig Schwerbehinderten. Ich würde mir die einzeln angucken und würde dann entscheiden irgendwie, ne, was für ein Fall das ist und würde mir überlegen, was da sein könnte oder so. Aber das kann man natürlich, ich meine, ich kann halt nicht für jeden Fall, jeden erdenklichen Fall irgendwie durcherzählen. Wie soll ich denn das machen? Ne, und deswegen ist das immer, genießt das mit Vorsicht, sage ich mal. Und ja, aber ich denke, wie gesagt, solche komplexen Themen werden wir wohl eher sein lassen dann hier. Das ist, hat einen hohen philosophischen Grad, das gehört nicht hierhin, das gehört nicht in Let's Play, das gehört wenn in Let's Think, das findet da auf dem Let's Think Kanal, das ist der, auch Table Tennis Gamer wird das geschrieben, aber nur mit einem N, das Tennis. Da könnt ihr solche Sachen finden, da werde ich glaube ich in Zukunft auch solche Sachen bringen, da werde ich mal eine Umfrage machen, werde also mal ein Video machen, in dem ich mal frage, was so scheiße von euch gewünscht wird an Themen und da kann ich dann mal über Sachen auch reden, über sowas. Denn da ist eigentlich der Kanal für da. Den habe ich ja damals nicht umsonst erstellt. Und der sollte davon. Ja, da sollte ich über solche sowas reden, über solche komplexen Sachen. Und so ganz nebenbei ist mir selbst auch einige, es waren nicht viele, die es gesagt haben, aber einige waren es trotzdem, die gesagt haben, irgendwie, ey, ich bin voll schlecht in Isaac geworden. Damit haben sie halb recht, sage ich mal. Schlechter bin ich nicht geworden. Das Problem ist nur, dass natürlich, wenn ich jetzt was erzähle, dann leidet das Spiel einfach. Es ist so, man kann nicht super gut spielen und über hochkomplexe Themen irgendwie nachdenken, philosophieren. Das geht einfach nicht. Das ist einfach, das schließt sich gegenseitig aus. Oder na, schließt nicht. Ich bin aber keine Frau, ich bin nicht Multitasking, siehst du da? Deswegen, ich bin nicht Multitasking, Leute. Deswegen kann ich das nicht. Also ich kann es nicht. Bei mir leidet ganz klar das Spiel, wenn ich über solche richtig hochphilosophischen, schwierigen Themen rede. Und das sind schwierige Themen gewesen mit der Natur und so weiter. Das waren keine leichten Sachen. Das waren Dinge, da bin ich mir selber überhaupt über meine Gedanken noch gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht. Ohne Scheiß, Leute. Ich weiß selber überhaupt nicht, wie ich manche Dinge sehen soll. Die
das kann sein, dass ich die noch ganz oft im Laufe meines Lebens sowieso, aber dass ich die noch ganz oft ändern werde, dass ich Sichtweisen, die ich euch in den Let's Plays unterbreitet habe, vielleicht auch nochmal ändere. Das ändert sich ja alles, das kann sich auch alles ändern, je nachdem, was man wieder hört, wie man dann gewisse Dinge wieder überdenkt und so weiter und so fort. Deswegen, das ist alles, sind alles sehr, sehr schwierige Themen, auf die besten Wissenschaftler, die besten Denker kaum Antworten haben und auch nur Theorien und so weiter und so fort. Deswegen, es ist wie gesagt sehr komplex, jeder hat da seine andere Meinung. Was ich eigentlich jetzt hoffe, ist, dass ein paar von euch, wenn sie es nicht vorher schon gemacht haben, irgendwie einfach mitgenommen haben, dass das wäre eben die Message. Die wäre mir daran auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man über alles nachdenken kann, ja, dass man sich nicht einschränken sollte im Denken. Denkt über alles nach, auch wenn es das Absurdeste ist, wenn es gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt ist. Ihr könnt darüber einfach nachdenken, aber ihr solltet die Gedanken immer mit einem gewissen Abstand, sage ich mal, betrachten. Ne? Zum Beispiel die Sache jetzt mit den Behinderten, da solltet ihr immer nochmal überlegen, wäre das so sinnvoll, was würde passieren, wenn man das wirklich so macht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eben alle Behinderten umbringen, die wirklich sehr, 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 sehr schwerst behindert sind. Ich glaube, so viele wären das zum Beispiel gar nicht, weil das sehr selten ist in dem Fall, wie ich mir das vorstelle. Aber da muss man sich auch wieder vorstellen, ist das überhaupt nötig, ne? Und dann guckt man sich so jemand wie Stephen Hawking an und sagt zum Beispiel, boah, der ist wirklich sehr behindert, aber der ist absolut genial, der Mann, ja? Und das sind eben so Sachen, so Fragen, die man sich immer stellen möchte, muss. Und ich finde da, das wollte ich so ein bisschen auch anregen, dass man aber trotzdem mal diese Gedanken überhaupt zulässt, dass man sich mit diesen Gedanken mal beschäftigt, weil für viele ist es einfach Standard, dass sowas nicht gemacht werden darf, aber sie denken seltenst darüber nach, warum das nicht gemacht werden darf oder warum diese Regel, dieses Gesetz so verabschiedet worden ist, so vereinbart worden ist von unserer Gesellschaft. Und ich denke aber, dass vielleicht durch die Themen, die ich hier angesprochen habe, durch die Sichtweise, die ich mal vorgestellt habe, dass dadurch vielleicht der ein oder andere mal drüber nachgedacht hat, warum man solche Sachen nicht macht oder nicht machen sollte, warum das verboten ist und dadurch vielleicht für sich selber auch so ein bisschen mehr entdeckt hat, warum er dagegen ist oder vielleicht seine Sichtweise auch ein bisschen geändert hat und gedacht hat, ja, eigentlich ist die Seite ja auch gar nicht so falsch. Das gucke ich mir nochmal an. Ja, das fände ich ganz interessant. Und ihr könnt ja mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie das für euch abgelaufen ist. Ob ihr da bei manchen Sachen gedacht habt, okay, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Das finde ich aber einen sehr, sehr interessanten Ansatz zum Beispiel. Oder dass ihr euch mit neuen Themen beschäftigt habt jetzt während dieser Naturreihe, die wir da hatten mit den Menschen und so. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren, wie das bei euch so angekommen ist. Aber wie gesagt, man sollte immer nachdenken, immer hinterfragen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und auch immer das, was andere sagen, hinterfragen, ist auch eine der obersten Regeln, finde ich. Und ja, wenn man das macht, dann kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Und wie gesagt, man sollte seinen Horizont offen lassen und sich nicht einkesseln lassen von der Gesellschaft, von den vorherrschenden Meinungen, denn die können genauso falsch sein. Wir erinnern uns da an das Beispiel der netten Leute aus dem Mittelalter, die geglaubt haben, die Erde wäre der, ja, das Zentrum des Universums bzw. des Sonnensystems. Damit lagen sie wohl nicht ganz so richtig. So, und jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier irgendwo einen erwische. Denn, nach Möglichkeit, genau, hätte ich gerne den Geheimraum offen. So, Dankeschön. Ja, das ist schön, das brauchen wir aber nicht. Ja, außerdem möchte ich noch das ein oder andere auch noch kurz ansprechen jetzt. Also es wird so ein bisschen nochmal so einfach. Wir reflektieren mal über die letzten Parts. Das wird das. So, was nämlich einige noch geschrieben hatten, war eben, dass ich halt nicht mehr so gut bin. Und damit einhergehend ist mir aber auch, wie gesagt, eines heute, das ist mir eigentlich erst heute klar geworden und auch erst halt, nachdem ich den letzten Part gemacht habe und da nochmal ein paar Kommentare zugelesen habe. Und zwar steht das Spiel ja nicht mehr im Mittelpunkt. So, die eine Sache ist, was soll ich euch hier noch großartig zeigen? Das Einzige, was ich euch in diesem Spiel noch zeigen kann, ist der Platinum-Gott. Alles andere haben wir irgendwie schon mal gemacht, außer das Conquest-Achievement. Aber das haben wir eigentlich auch schon.
Das war nur durch irgendeine Patch-Version, konnte das nicht angezeigt werden. Jetzt kann ich es, glaube ich, wieder bekommen. Jetzt muss ich wieder 30 blaue Steine in verschiedenen Runs kaputt machen und so weiter und so fort. Das sind Runs und Runs, ja. Immer wieder neuer Run, immer wieder neuer Run und immer wieder kommen die gleichen Sachen, die gleichen Items kommen immer wieder vor. Was soll ich denn anderes mitnehmen als die Bücher hier, als The Book of Shadows? Diesen Effekt haben wir so oft schon. Wir haben so oft schon irgendwas hier an Items gehabt. Wir können eigentlich kaum noch was Neues kriegen. Wir können eigentlich so gut wie gar nichts Neues mehr kriegen, würde ich sagen, hier an Items oder sowas. Ja, wir haben so gut wie alles, ja, außer ein Epic Fetus, den habe ich einmal im Livestream aber auch gehabt. Ansonsten, was soll ich euch hier in diesem Game noch großartig zeigen, Leute? Ja, und da stehe ich eben vor der Frage, was soll ich euch zeigen? Und ich denke mir so ein bisschen, langsam wird es auch ein bisschen langweilig, weil was soll ich hier... Ah, ne, man kann das immer... Also ich habe das Gefühl, ich kommentiere immer mehr gleich, wenn ich das normal kommentiere. Ich sage, ach, guck mal, hier haben wir wieder die Eiche. Die Eiche mal platt. Kommt her, Eiche. Oh, weißt du, das ist immer dasselbe. Wir treffen immer auf dieselben Monster und so weiter und so fort. So, dass ich sage, irgendwie, es ist nicht mehr so interessant. Auch für mich selber ist es nicht mehr, wow, so interessant. Und deswegen habe ich gedacht, das mit den Themen ist eigentlich eine ganz gute Sache irgendwie. Da ist zwar das Spiel nicht mehr im Vordergrund, also genau genommen könnte ich ja eigentlich auch irgendwie, ja... Was heißt das? Könnte ich irgendwie sagen, wir lassen das Spiel einfach weg? Scheiße, Mann. So. Komm her. Wir lassen das Spiel irgendwie weg und reden nur noch. Halt, let's swing, weißt du? Ja, genau das könnte man ja eigentlich auch hier raus machen. Oh, Joker. Nehme ich mit. Nö, nehme ich nicht mit. Ja, genau das könnte man ja irgendwie hier auch raus machen, sage ich mal. Einfach let's swing ohne das Spiel. Wo gehe ich eigentlich lang? Und das finde ich auch, da haben einige von euch schon recht. Auf der einen Seite sage ich, und so war mein Argument bisher immer, ich kann euch nichts mehr zeigen in dem Spiel, aber auf der anderen Seite denke ich mir, irgendwo haben sie recht. Das ist The Binding of Isaac, das ist ein Let's Play-Kanal. Ich würde mal sagen, diese ganzen Themensachen, die gehört eher in den Commentary-Bereich schon fast, weil die sprechen ja auch immer über sowas. Also nicht sowas Extremes, aber manchmal schon. Self-Owned hat da ja letztens drüber gesprochen, haben wir ja gehabt. Aber, das gehört eigentlich eher da rein. Das heißt, ich könnte The Binding of Isaac Commentaries machen. Hohoho. Spiele ich eben den Run gut vor, ja. Zeige euch dann einen der besten Runs, die übel episch sind. Obwohl wir die ja meiner Meinung nach schon alle so gut wie gesehen haben, die epischen. Was wollen wir jetzt? Wir haben den fettesten Laser der Welt gehabt, wir haben das beste Messer der Welt gehabt. Was willst du da noch haben? Und, ja. Und eigentlich liegt für mich selber auch der Anspruch in dem Let's Play, in dem Let's Play-Part, er soll unterhalten. So. Bei mir ist es aber auf zweierlei Weise. Der kann einmal so unterhalten, wie er momentan unterhält, indem er mit Themen unterhält, ja. Aber er kann auch in der Weise unterhalten, dass man irgendwie das spannend kommentiert, im Sinne von, nicht spannend kommentieren im Sinne von, das Thema ist interessant und spannend, sondern man kommentiert es spannend. Wisst ihr, wie ich meine? Wow, das war knapp. Und ja... Ich möchte eigentlich, oder das, wo ich eigentlich hin möchte, was eigentlich so mein Bestreben ist, oh oh, oi, 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 ist eigentlich eher dieses Unterhaltende im Sinne von, also mit so ein paar Themen vielleicht drin, so ein bisschen, so wie es beim Super Mario Galaxy 2 Projekt war, so ein bisschen was erzählen, aber trotzdem auf das Spiel konzentrieren, immer beim Spiel sein, ja, sich über das Spiel auch mal aufregen zu können. Das ist eigentlich das so, was ich mit einem Let's Play verbinde. Und da bin ich in letzter Zeit, zumindest bei Isaac, ja, meilenweit... Boah, fuck. Oh, oh. Meilenweit von entfernt, sage ich mal, mit den Themen. Die Themen, wie gesagt, die sind schön. Ich spreche da gerne mit euch drüber. Aber ich glaube mittlerweile, dass die einfach hier in dem Part, in diesen Parts, in dem Let's Play an sich vielleicht nicht ganz so richtig aufgehoben sind. Und das könnte echt knapp werden jetzt hier. Uiuiui. Ja, ich weiß es nicht, Leute. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch mittlerweile jetzt irgendwie. Wie gesagt, die Themen, gerade sprechen wir auch wieder über so ein paar Themen, ne? Wir reflektieren halt. Aber ich glaube, in Zukunft werden die Isaac-Parts, ja, man kriegt aber auch nur Scheiße mit dem Samson. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Wann haben wir mit dem was Gutes gekriegt? Das war im letzten Part mit dem Polyphemus-Dingen da, aber ansonsten nur Scheiße. Mein Gott, aber der ist auch der schwierigste mit, finde ich. Das ist einer der... Ja, toll, toll. Was soll ich da machen? Wie soll ich denn da vorbeigehen? Das ist mit einer der, wie ich finde, wirklich schwierigsten Charaktere. Ja! Leck mich, Alter.
Mit einer der... Ja, komm, komm, komm. Ja, sauber. Mit einer der schwierigsten Charaktere im ganzen Spiel. Also, da können wir nichts erzählen. Neben Eve ist das der schwierigste. Da ist selbst der Blue Baby einfacher. So, Kill Seal. Ich möchte das weiße Herz benutzen. Ich weiß, das könnte ein Fehler gewesen sein, das vorher aufgesammelt zu haben. Und no risk, no fun, Leute. Deswegen, also ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem Part. Ich muss euch auch sagen, dass ich eigentlich nicht ganz so zufrieden, das war ich aber schon von Anfang an, zufrieden mit diesen Naturparts war, weil ich wusste, dass das relativ harte Sichtweisen teilweise sind, die ich da anspreche und ich mir eigentlich klar war, dass das auch nicht alle so unbedingt verstehen werden und nicht alle so unbedingt da einen Zugang zu haben werden oder finden werden und dass viele das einfach nicht akzeptieren werden beziehungsweise sich für diese Sichtweise nicht öffnen werden. Und da denke ich mir dann, eigentlich muss ich mich dann damit mit den Reaktionen gar nicht rumschlagen. Und ja, wie gesagt, dafür habe ich ja eigentlich mal damals den Let's Fing-Kanal eröffnet, ne? Dafür ist er ja eigentlich da. Deswegen denke ich, werde ich das auf den Let's Fing-Kanal wieder rüber switchen. Da werden wir dann über die Themen reden. Oder im Minecraft-LP, weil Minecraft bietet sich super an. Ich meine, was willst du da... Was willst du denn da groß failen oder sowas? Also da kann man auch groß failen, aber da ist es jetzt nicht so wichtig. Und ich denke, wir werden uns in Zukunft wieder mehr hier auf das nette Spiel von unserem... Ey, guck mal. Guck mal. Der Samson sieht aus wie Graf Dracula. Ja, wir werden uns wieder mehr hier auf das Commentary irgendwie, beziehungsweise auf das Spiel selbst konzentrieren. Und... Ich werde mal wieder den Kleopatra-Hafen oder sowas einblenden. Denn der hat es wirklich verdient, auch mal wieder dabei zu sein, finde ich. Und ja, versuch das Let's Play irgendwie so ein bisschen, mit so ein paar anderen Inhalten, ein bisschen interessanter noch zu gestalten, obwohl Isaac nicht mehr so lange gehen wird. Das kann ich euch sagen. Also ich glaube nicht, dass wir Isaac noch so ewig lange spielen werden, weil so langsam mir... ja, ein bisschen, was heißt die Lust fehlt, ein bisschen... bin ich auch nicht mehr so motiviert, was das Isaac-Projekt angeht. Weil, wie gesagt, der scheiß Platinum-Gott, der wird mir verwehrt. Boah, fuck. Aus dubiosen Gründen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, dann... Wir haben alles gesehen, wie gesagt, meiner Meinung nach. Das mit den Themen, das... Zumindest diese... Also, wir können... Ich kann ja nur über Themen reden, aber nicht diese extrem komplexen. Das ist einfach... Viele, viele von euch... Das meine ich jetzt nicht, dass ich euch irgendwie... diskriminiere oder so, aber es ist einfach vielen fehlt da ein bisschen der Zugang, was ich auch gut verstehen kann. Ihr seid ja auch eigentlich hier auf dem Was macht der denn da jetzt? Ihr seid ja auch eigentlich, nein, bitte nicht. Boah. Ihr seid ja auch eigentlich hier auf dem Kanal, um Let's Plays zu sehen und zwar Let's Plays, kommentierte Let's Plays, in denen ihr vielleicht Unterhaltung bekommt und nicht Unterhaltung dieser Art von Themen, sondern Unterhaltung der vielleicht etwas lustigen Art oder der Art oder dass ich euch das Spiel vorstelle. Und deswegen seid ihr da, glaube ich, hauptmäßig hier, oder? Also, das habe ich ja eigentlich immer gemacht und das mache ich ja in den anderen Projekten auch noch. Und deswegen werden wir das wieder machen. Und die Leute, die eben die Themen noch sehen wollen, ich sage das jetzt schon zum 8. Mal, aber irgendwie muss ich das 8. Mal sagen. Ich wiederhole mich gerne. ja, die können auf den Let's Fing-Kanal gehen. Da wird es dann in Zukunft wieder ordentlich... Oh, was heißt ordentlich? Das kostet auch viel Zeit, darüber zu reden. Und das sind ja immer lange Aufnahmen. Aber da werde ich mal eine Umfrage machen, die Tage jetzt. Und da werde ich mir Themen raussuchen und über die werden wir dann sprechen einfach. Ja, das könnt ihr euch dann so eine Art, wie eine Art Podcast, könnt ihr euch das runterladen oder so. Und da könnt ihr dann von mir aus das auf dem Weg zur Schule hören oder wo auch immer ihr das hören wollt. Keine Ahnung, zu Hause, vorm PC, vorm Pennen gehen, ist mir vollkommen egal. Und das Spiel hier wollen wir wieder huldigen, weil das hat der Edmund eigentlich nicht verdient, dass wir sein Spiel so in den Hintergrund treten lassen. Wie gesagt, Edmund, also Team Meat ist für mich... Ach, sie sind göttlich, Edmund! Und Florian, jetzt weiß ich, dass du nicht Fiorian heißt. Ich liebe dich! Ja, ich liebe sie wirklich. Nee, ich finde es mega geil. Also, The Binding of Isaac, Meat Boy und die Basement Collection hat es mir jetzt auch angetan. Ich war erst nicht so überzeugt, aber jetzt hat es mir angetan. Mit dem Spewer oder wie es da heißt, Leute. Bald ist es durch, bald haben wir es geschafft. Spew. Pew, pew, PewDiePie! PewDiePie, oh, ich liebe PewDiePie, Leute. Ich liebe, I love PewDiePie. Ich war... was war das? Ich hab voll mit meinem Fuß in den anderen Fuß gehauen. Oh. So. Ich weiß, viele finden PewDiePie schon wieder Mainstream. Das ist auch lustig so. Sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Alles, was irgendwie Erfolg hat oder was von vielen gesehen wird, ist Mainstream. Ich meine, so ist Mainstream ja auch irgendwie definiert. Also, wenn man mal... Fuck. I hate you all und ich habe keine Bomben. Das ist voll scheiße.
Boah, Leute, ich verkack das. Hier verkacke ich. An der Stelle verkacke ich immer. Bei denen verkacke ich echt immer. So. Aber die gehen mir auch mega auf den Nerv. Ohne Scheiß. Ich finde, das sind die schlimmsten Gegner im Ganzen. Oh, okay, neben denen. Sind das die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel? Okay, aber in diesem letzten Part wollte ich euch nochmal mit ein paar Themen zuklatschen. Also was ist in diesem letzten Part? Sondern in diesem Part, wo wir uns nochmal eben, wo wir eh schon am Themen diskutieren, quatschen sind. Also wie gesagt, in den nächsten Parts wird es auch immer mal wieder ein kleines Thema geben, aber nicht so ausführlich, dass wir komplett immer jetzt da immer so richtig reinhauen und so. Einige von euch werden das bestimmt jetzt auch scheiße finden, aber ich bitte euch, es einfach hinzunehmen und es zu akzeptieren und mich dafür nicht irgendwie zu haten oder sowas. Wie gesagt, ihr bekommt eure Themen ja, aber eben nicht mehr beim Isaac LP. Also, nicht mehr so viel. Ey, Alter, jetzt mal ohne Scheiß, ihr Kackmasken, ihr geht mir richtig auf den Nerv. Come on. Alter. Ja, sauber. So. Was haben wir? Oh, der Abel ist scheiße. Den lasse ich auch da stehen. Nee, ich hasse den. Ich nehme den nicht mit, Leute. Ich finde den scheiße. Außerdem sind wir gleich eh kaputt. Danach machen wir noch eine Runde, glaube ich. Wenn wir denn kaputt gehen. Ja, so, ja, ne? Ja, wisst ihr Bescheid. Nee, wie gesagt, ich wollte euch vielleicht noch mal etwas erzählen. Und zwar wollte ich euch mal etwas so aus meinem... Boah, fuck, Alter. Aus meinem privat-persönlichen Leben erzählen. Mache ich ja schon die ganze Zeit eigentlich. aber so... Nein, that was knapp. Bams. Haha, du Luschenloser, du Luschenloser. Come on. Nee, und zwar habe ich gedacht, fragt sich der ein oder andere vielleicht, warum ist der TT so, wie er ist? Beziehungsweise, warum interessiert er sich für so fucking komische Themen? Beziehungsweise, warum weiß der überhaupt irgendwas über so komische Themen? Und hat er nicht eh voll den Arsch offen? Und dazu kann ich nur sagen, doch, habe ich. Aber, ja, warum? Warum ist das so, Leute? Warum ist das so? Und ich habe, ja, ich will das, ich habe immer so den Sprachfehler, wisst ihr? Ich habe ja schon generell einen Sprachfehler, aber jetzt habe ich auch noch den Formulierungssprachfehler, der ist ganz übel. Auf jeden Fall, vielleicht fragt sich der ein oder andere, wie ich zu den Themen gekommen bin und weiß nicht, wie er sich solchen, was? Verarscht er mich? Warum kann er denn nicht in die andere Richtung laufen? Warum kommt das Scheißding dann immer noch hier? Ja, komm, leck mich. So. So, come on. Ey. Kommst du her? Kommst du her? So, Schwein. Ja, vielleicht weiß der ein oder andere ja von euch, der etwas jüngere unter euch, noch gar nicht oder weiß gar nicht, wie er sich solchen Themen überhaupt nähern soll, beziehungsweise wie man solche Themen finden kann, weil ich bekomme auch öfter mal die Nachricht, kannst du mir den Link zu dem und dem Dingen schicken oder zu dem und dem Thema? Und ich denke mir so, what the fuck, Alter, ich muss das selber suchen, ich weiß ja auch nicht so aus dem Stand irgendwelche Links zu irgendwelchen Themen. Ja, ich kann euch ja einfach mal erzählen, wie das bei mir war. Boah, Alter. Boah, das war aber allerletzte Sekunde gerade. Das war aber mehr als allerletzte Sekunde gerade. Das war aber allerletzte. So. Und zwar war das bei mir eigentlich recht lustig. Vor, lass mich nicht lügen, keine Ahnung, vor 4, 5 Jahren? Ich glaube, wow. Ich würde schätzen, es war vor gut 4 oder 5 Jahren. Hatte der TT-Gamer, ja, man mag es kaum glauben, er hatte Osterferien. Ja, ich hatte mal Osterferien. Und während diesen Osterferien war dem TT-Gamer leider Gottes total langweilig, ja. Also ihm war wirklich, boah, ihm war so langweilig, das glaubt ihr gar nicht. Mir war so übertriebenst langweilig, Leute, ne. Also wirklich, dann hat schon schlimme Zustände angenommen. So, und während dem TT so übertriebenst langweilig war, hat er damals, wie auch heute, ist er sehr Physik interessiert und hat dann einfach mal ein bisschen was über verschiedene Themen gesucht. Und während der TT-Gamer über verschiedene Themen etwas gesucht hat, ist er, also Physik-Themen, ist er auf ein Forum gestoßen, was irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was es behandelt hat, das war irgendwas Alternatives, ja. Also das war dieses All-Mystery-Forum da oder was auch immer.
Und dort stand irgendetwas über irgendeine Physiktechnik oder was weiß ich, oder irgendeine Technologie oder so, und war halt so verschwörungsmäßig. Und in diesem Forum bin ich dann auf ein... Ach, fuck. Bin ich dann auf ein altes Volk gestoßen, und zwar die Maya. Und in dem Forum stand dann, die Maya, die waren voll krass, Alter, die hatten voll die übertriebensten technologischen Möglichkeiten und man weiß gar nicht, wie die es gemacht haben, die waren astrologisch voll gut drauf. Und da war ich so geflasht, ohne Scheiße, und ich war so geflasht von dem Maya. Ich hab gesagt, was? Wie können die das denn bitte machen? Wie kommen die an so einen hohen technologischen Standard? Das kann doch gar nicht sein. Und so weiter und so fort, dass ich kurzerhand beschlossen habe, mir das Ganze mal ein bisschen genauer anzusehen, und habe dann Dokus sowie Seiten im Internet zu den Mayas gesuchtet. Wirklich gesuchtet. Und von den Mayas und deren astrologischen Standard, worauf bin ich denn dann nochmal gekommen? Ja, bin ich nämlich weitergekommen auf andere Kulturen, Stonehenge und alles, dann habe ich die Ägypter auch, habe ich durchgenommen und so weiter und so fort, habe ich alles geguckt, Bermuda-Dreieck und so weiter, und dann bin ich auch zur freien Energie, darüber bin ich auch gekommen. Also mit den Mayas hat alles angefangen, die sind der Beginn von allem, also eigentlich die langweiligen Ferien, eigentlich die Physik, eigentlich ist immer eigentlich. Und ja, daraufhin habe ich mich beschäftigt mit solchen Themen eben, ja, also von den Mayas, dann habe ich mich mit anderen physikalischen Dingen, dann habe ich mich mit der Relativitätstheorie befasst, mit den Quanten, habe meinen Physiklehrer zugelabert mit irgendwelchen Sachen und so weiter und so fort, und habe dann eben auch das Studium ja dann gemacht, aber da, während ich das Studium gemacht habe, das war ja vor im Sommer jetzt ungefähr vor 2 Jahren, habe ich es im Februar vor zwei, boah, es ist schon so lange her, als ich studieren war. Habe ich das schon mal ein bisschen studiert während der Schulzeit. Und ja, so hat sich das dann alles ergeben. Vom Interesse von den Mayas, dann eben darüber, bis dann eben zu Themen, dann halt die ganzen Verschwörungssachen. Area 51 habe ich durchgeguckt. Ich habe durchgesuchtet, 11. September habe ich mir auch viel zu angeguckt. Also all diese Verschwörungssachen habe ich mir angeguckt. Und da habe ich dann halt angefangen zu überlegen. Boah, du bist ein Scheißwurm ohne Kack. Habe ich mir überlegt, ja, wie ist denn das eigentlich mit der Gesellschaft, ja? Was passiert da so? Und habe dann so ein bisschen die Zweifel auch bekommen. Wie ist das denn? Werden wir auch vielleicht verarscht? Und habe mich dann so ein bisschen, habe angefangen selber zu denken. Und habe einfach wirklich bei Google über Themen gesucht. Mich hat interessiert zum Beispiel eben der 11. September, eingegeben und Videos dazu geguckt. Ich habe also mehr Dokus geguckt dazu. Oder Bermuda-Dreieck, fand ich auch sehr interessant. Und hab dann mir meine eigenen Theorien so ein bisschen gemacht und hab dann auch nachgeforscht. Also hatte dann irgendwie eine Theorie auch, was Atlantis angeht zum Beispiel, die Theorien. Hab dann geguckt, kann ich irgendetwas irgendwo im Internet finden, was den Ansatz meiner Theorie irgendwie bestätigen könnte, beziehungsweise gibt's da irgendetwas... jetzt der blaue Stein weg, oder? Gibt es da irgendetwas, was darauf hindeuten könnte, dass meine Theorie... dass meine Theorie gar nicht so falsch ist und so weiter und so fort. Hab mir voll viele Gedanken gemacht und wie gesagt selber geforscht. Und das ist auch das Wichtige, dass ihr dann, wenn ihr irgendeine Idee habt, dass ihr die wirklich erforscht. Sucht im Internet, versucht eure Idee irgendwie... Ja, guckt, ob die sein kann, ob das möglich ist. Oh, das ist jetzt... Das war echt behindert jetzt. Dass wir zweimal da reingeportet werden. Und so fängt man dann an nachzudenken und so bildet man sich natürlich auch fort. Es interessiert einen und zack, 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 immer schneller geht das weiter voran. Ja, also ich hatte eigentlich, ich habe immer extrem Langeweile, irgendwie so Langeweile-Perioden in meinem Leben bisher gehabt. Wo ich echt immer extreme Langeweile hatte. Jetzt durch das Let's Playen ist halt viel Langeweile verflogen, weil ich immer was zu tun habe. Aber, das ist der Ang. Aber mit dem würde ich dann die Achievements von Blue Baby bekommen. Die will ich ja gar nicht haben. Ich will ja die Samsung Achievements, wenn ich schon... Boah, und ich hasse die einfach. Ach, boah, ihr seid doch scheiße, Alter. Nein, Alter! Double Fist hier. Bro Fist. Ich liebe PewDiePie. PewDiePie! Nee, ja. So kam ich eben zum Nachdenken über diese Themen. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, weil ich finde das sehr, sehr interessant alles. Und ich finde auch, mit sowas sollte man sich auf jeden Fall mal beschäftigt haben im Leben. Man sollte auf jeden Fall mal sich über so ein paar, von mir aus auch Verschwörungstheorien, schlau gemacht haben. Denn
Meiner Meinung nach steckt in jeder Verschwörungstheorie ein wahrer Kern. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass da kein wahrer Kern drin steckt. Denn Verschwörungstheorien kommen oft auch nicht von ungefähr, ja. Also meiner Meinung nach werden wir des Öfteren mal verarscht von denen da oben. Und das, was heißt des Öfteren öfter. Also immer öfter und immer dreister. So, wisst ihr, wie ich meine. Aber, ja, man muss eben, man muss nachforschen, man muss selbst denken, man muss sich selbst eine Meinung bilden, das ist immer ganz wichtig, denke ich, dass man selbst sich irgendwie eine Meinung bildet und nicht irgendwie sofort auf das, was andere sagen, vertraut, sondern bildet euch selbst eine Meinung, aber nicht bei der Bild möglichst bitte, weil die Bild ist jetzt nicht das perfekte, boah, der geht mir voll auf den Nerv, so, The Death ist der jetzt wenigstens ein bisschen runter, ja, ein bisschen. Denn die Bild, meiner Meinung nach, also das hasse ich ja eh, da habe ich aber auch schon mal drüber gesprochen, diesen Journalismus mit dem, wir suchen die besten Sensationen und die Wahrheit interessiert uns nicht. Aber das kommt natürlich einigen Leuten, Lobbyisten und so weiter, wirklich sehr, sehr stark auch zugute. Aber diese Mediengesellschaft hat auch, aber auch einen ganz positiven Punkt, eben dass viele Dinge, die nicht rauskommen sollen, dennoch rauskommen, weil es immer wieder Leute auf der Welt gibt, die sich denken, ne, ich bin damit nicht einverstanden und ich haue jetzt gewisse Leute in der Welt mal in die Pfanne, Regierungen oder so, die Scheiße bauen und zeige mal, was für Scheiße die bauen. Da gibt es ja hier WikiLeaks zum Beispiel, die bringen ja immer einiges ans Licht, das ist ja auch umstritten, WikiLeaks, sage ich mal so. Aber ich finde es nicht schlecht, ich finde die Arbeit, die sie machen, nicht schlecht, sie bringen einiges ans Tageslicht und das ist eben die Art, vielleicht auch, ja, das, was die machen, ist auch Sensationsjournalismus teilweise, glaube ich. Aber teilweise kommen auch eben Dinge ans Licht dadurch, die sonst nicht ans Licht gekommen wären und die vielleicht für die Meinungsbildung, eine vernünftige Meinungsbildung, relativ wichtig sind. Und das dürfen wir eben nicht verlieren. Wir haben eine offene Gesellschaft heutzutage, sage ich mal. Ja, die ist relativ offen. Wir sind offen für viele Leute. Wir diskriminieren, also Diskriminierung gibt es noch eigentlich auch, ja, es wird auch noch oft diskriminiert. In Deutschland eigentlich nicht mehr so oft, was ja gut ist, ne? Aber, ja, wir haben diese offene Gesellschaft, wir können offen unsere Meinung, relativ offen, also auch die Meinungsfreiheit hat leider Gottes per Gesetz ein paar Einschränkungen, was ich nicht so ganz verstehe, weil, ja, wir geben Worten zu viel Macht, Leute. Es sind fucking Worte. Es sind Worte. Und es regen sich so viele Menschen einfach über Worte auf. Wir regen uns über Worte auf. Und ich finde, darüber muss man mal nachdenken. Wer ist denn so bekloppt auf der Welt und regt sich über Worte auf? Da gibt es nur eine Rasse oder so, die das macht. Das sind wir Menschen. Wir regen uns über Worte auf. Ein Tier wird sich nie über Worte aufregen. Okay, die haben auch nicht so eine hochentwickelte Sprache wie wir. Aber wir geben Wörtern zu viel Bedeutung, meiner Meinung nach. Wenn ich sage, ey, du XY, Abonnent, du bist scheiße, ja? Dann wird direkt gesagt, oh, der TT und der findet mich scheiße. Und ich finde den auch voll kacke, ey. Der soll mal nach Hause gehen. Das ist voll der Opfer und so, wisst ihr? Und ich glaube, wir geben dem viel, viel zu sehr Bedeutung. Wie viele Schlägereien und Kriege entstehen durch Worte? So viel, Leute, so viel, nur durch Worte. Durch verdammte scheiß Worte. What's going on? Ja. Aber wir messen Worten eben hohe Bedeutungen zu. Ich finde das nicht so richtig. Weil ich denke mir, es sind, wie gesagt, nur fucking Worte. Es sind fucking Worte und Worte sind Worte. Den sollte man nicht zu viel ja, nicht zu viel beimessen, sage ich mal. Nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, wenn sie böse sind. Ja, so ist das. Ja, und wenn man gerade nochmal bei diesen Themen sind hier, ich hatte immer Langeweile. Ja, was heißt, ich hatte immer Langeweile? Ich habe immer viel gemacht. Ich habe früher noch viel, viel mehr Sport gemacht. Ja, viel, viel mehr Tischtennis und so weiter und so. Schwimmen auch und so. Mache ich heute nicht mehr so viel. Teilweise kein Bock, teilweise keine Herausforderung. Einfach mir fehlen die Herausforderungen. Ich brauche Herausforderungen. Wenn ich keine Herausforderung habe, ist das langweilig. Und, ja, in der Schule lief es immer gut. Ich musste nie viel für die Schule machen. Aber ich glaube, das liegt zum einen daran, dass ich wahrscheinlich von Haus aus gar nicht so schlecht ausgestattet bin, was den Kopf angeht. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ganz arrogant, hohoho. Obwohl, das finde ich, hat nichts mit Arroganz zu tun. Das ist wahrscheinlich einfach so. Und zum anderen mache ich mir aber auch immer extrem viele Gedanken um die Schule. Also ich mache mir wirklich fucking viel Gedanken um die Schule. Und denke viel auch darüber nach, es nicht zu schaffen. Das ist total absurd, weil eigentlich auf der einen Seite weiß ich, dass ich es schaffe. Und auf der anderen Seite habe ich aber immer sau Angst, es nicht zu schaffen in der Schule. Es ist wirklich so, es mag blöd klingen.
wisst ihr, meine Zeugnisschnitte, die sind immer bei von 1,3, zwischen 1,3 und 1,5. Das ist übel gut eigentlich. Aber trotzdem mache ich mir Gedanken darüber, es nicht zu schaffen. Der letzte Zeugnisschnitt war bei 1,44, glaube ich. Ja, der war bei 1,44. Ja, und ich mache mir trotzdem jetzt schon Gedanken und habe Angst, das scheiß Abi nicht zu schaffen, was eigentlich vollkommen absurd ist. Weil ich immer lerne, was heißt immer lerne, weil ich eigentlich die Dinge, wie wir im Unterricht machen, immer kann. Ich schreibe die Klausuren ja auch immer gut. Aber ich habe trotzdem fucking Angst, dieses fucking Abi nicht zu schaffen, Leute. Ich frage mich nicht, warum. Es gibt Leute, die sind viel, viel schlechter in der Schule als ich. Die machen sich überhaupt gar keine Gedanken um ihr Abi und die werden das auch schaffen. Und ich mache mir voll die... Ich werde mein Abi, denke ich, auch schaffen. Aber trotzdem gibt es immer so einen Restfaktor, wo ich mir denke, irgendwie habe ich Schiss, es nicht zu schaffen. Und das ist auch bei jeder Klausur so. Ich habe immer Angst, irgendwie eine 4, eine 5 zu schreiben. Für manche mag das nicht schlecht sein, aber für mich ist das voll die Niederlage, sage ich mal. Das ist voll schlecht für mich. Und ich will das nicht so schlecht. Und deswegen übe ich auch vor den Klausuren den Tag 2 übe ich immer extrem. Also nicht immer, manchmal schon. Für Mathe und Physik zumindest. Aber da auch nicht immer. Und will eine gute Note haben. Aber ich mach mir halt unglaublich viele Gedanken darüber, dass ich es nicht schaffe. Was, wie gesagt, nicht immer... glaube ich, Sinn der Sache ist und auch mal nicht so gut sein kann. Aber deswegen, ja, es ist, das war früher in der Schule, war das immer lustig. Ich habe es gehasst. Als ich da meine Zeit hatte, wo ich in Mathe die 1 plus durchgängig hatte, weißt du? Jetzt ist halt nur noch eine 1 minus bis 2 plus, ist auch in Ordnung. Aber da kam halt immer diese Scheiß, oh, wer von euch gut in der Schule ist, wird das kennen. Ah, oh, der kennt bestimmt wieder eine 1, der Kevin. Und ich so, Leute, ich weiß nicht, ob ich eine 1 habe, weil... man kann das ja immer gut einschätzen und also bei uns ist es zumindest oft so, dass die Lehrer eben auch aus Nettigkeit die Klausuren ein bisschen hochziehen. Und ich hatte nicht immer alles richtig, manchmal schon, also ziemlich oft fast alles mal irgendwo einen Punkt hat gefehlt. Aber manchmal hatte ich eben auch, hätte ich eigentlich eine 2 plus gehabt und habe dann aber noch eine 1 minus bekommen oder eine glatte 1 eben dadurch, dass viele so schlecht waren und die Punkte hochgesetzt worden sind. Und das wusste ich halt nach der Klausur direkt, wusste ich habe da Fehler gemacht und habe dann gesagt, ich weiß nicht, ob das eine 1 wird. Das kann auch gut sein, dass es diesmal eine 2 wird, weil ich da und da Fehler gemacht habe. Und ich gehe halt davon aus, dass die normal bewertet wird. Und ja, ne, dann ist es halt immer mega scheiße, sag ich mal. Dann sagen wir, oh, der hat bestimmt eine 1 und wenn du da mal keine 1 hast, ist das voll behindert, weil die dann alle voll ausrasten. Und, oder wenn man, das war eine Zeit, war es immer so, wenn ich was nicht wusste, dann so, oh, ne, so, ich finde das voll behindert, was ist los mit denen, weißt du? Das ist doch kackegal, ob man was weiß oder nicht. Ich habe nicht den Anspruch, alles zu wissen und ich glaube auch nicht, dass ich alles weiß. Und wisst ihr, ich bin da immer sehr bescheiden, sage ich mal. Ich hau da nicht so auf die Kacke mit oder muss das so zeigen oder so. Das ist mir eigentlich voll egal. Ich will einfach nur die Schule schaffen und fertig. Ja, also ganz egal, was für Noten ich habe, ist es mir auch nicht. Aber es ist mir... ich finde, man sollte da nicht so drauf gucken. Also ich finde es scheiße, wenn man darauf reduziert wird. Beziehungsweise, wenn das immer Hauptthema ist. Das muss nicht sein, finde ich. Also ich finde das scheiße. Und ja, so ist das aber eben immer, ne? Und deswegen, also ich habe Angst, mein Abi nicht zu schaffen. Deswegen labere ich auch manchmal ein von wegen, ich muss für die Schule was machen und ich muss auch was machen. Ich habe die scheiß Englischlektüre immer noch nicht gelesen. Das muss ich machen. Ich habe Englisch nicht im Abi. Eigentlich ist mir Englisch egal, aber... man kann ja auch die Abi-Quali verkacken, wenn man, ne? Und deswegen, ich mache mir einfach viel zu viele Gedanken manchmal auch über die Scheiße. Und das ist richtig schlimm. Naja, Leute, ihr könnt mir ja schreiben, wie das bei euch ist. Auf jeden Fall ist das bei mir immer sehr, sehr schlimm. Ich mache mir immer sehr viele Gedanken über irgendeinen Shit. Und hoffentlich lande ich jetzt weiter rechts als links. Und ich rande... boah, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Jetzt soll ich den so schaffen, oder was? Ich kann euch wirklich nur den Tipp geben, falls ihr in der Schule da mal irgendwie auch Probleme habt oder so. Ich war eigentlich, also, wollte ich auch nochmal ansprechen. Das Thema Außenseiter sein, ja. Also nicht die Außenseiter auf YouTube, hahaha, sondern Außenseiter generell sein. Wisst ihr was, oder was mir mal so aufgefallen ist, was eigentlich relativ lustig ist? Wenn ihr mal die Leute guckt, die so relativen Erfolg haben irgendwie, oder die eben wirklich auch Erfolg haben, meistens sind es wirklich Außenseiter. Es sind meistens wirklich Außenseiter. Aber warum sind das meistens Außenseiter? Das ist eigentlich voll absurd. Dass es Außenseiter oft zu mehr bringen als normale Leute. Fuck, ich schaff das nicht, Leute. Ohne Scheiß. Wie soll ich das denn packen? Kann ich gar nicht schaffen. Ich hab kaum was an guten Items, um hier den Isaac zu klatschen. Und, ja. Und vom... ja, fuck you doch! In your knee. Und so bin ich zu schlecht für den.
Ja, es sind meistens wirklich Außenseiter, muss man ganz ehrlich so sagen. Wie zum Beispiel jetzt wirklich auf YouTube. Nehmen wir YouTube einfach mal als Beispiel. Hier unsere oder Leute, die sich etwas wagen. Hier unsere, also sind nicht, ne, es gibt auch viele Außenseiter, da wird dann nichts draus, aber unsere Außenseiter hier auf YouTube, so wie ich das mitgekriegt habe, waren die auch immer relative Außenseiter. Gronkh hat ja mal erzählt, in dem Minecraft, in dem Minecraft-Part hat Gronkh ja auch mal erzählt, das fand ich sehr interessant, dass er auch immer so eher der... Wir sind schlecht, ja. Ich mach, Leute, jetzt, damit ihr vorher wisst, ich fange mit Judas jetzt noch an, weil ich das Thema gerne noch zu Ende erzählen würde. Aber wir machen den nicht zu Ende. Dann ist es auch zu spät, sonst wird das morgen mit der Schule nicht so gut. Es sei denn, wir haben jetzt die übelsten epischen Items. Okay, haben wir nicht. Aber mal gucken jetzt, ne? Aber ansonsten werden wir uns eben sterben lassen dann, weil, da von der Zeit her scheiße ist. Ich möchte jetzt aber das Thema eben noch zu Ende erzählen. Das denke ich auch noch ganz sinnvoll. Ja, wenn wir uns Gronkh angucken, der hat in dem Part mal erzählt, dass er auch eher immer so der Außenseiter war. Und ein bisschen Mist, sag ich mal, was heißt Mist? Dass irgendwann dann alles nicht mehr so ernst genommen hat, in der Schule auch. Ich denke, das sollte man auch. Also Schule, Leute, und das, da sei euch eins gesagt, lasst euch eins, ich kann nicht mehr reden. Lasst euch eins gesagt sein, so heißt es, glaube ich, ja. Egal auf welcher Schulform ihr seid, ob ihr auf dem Gymnasium seid, ob ihr auf der Hauptschule seid oder ob ihr sonst irgendwo seid, ihr habt alle Chancen. Egal, ob ihr auf der Hauptschule seid, weil es wird ja immer gesagt, Hauptschule haben eh keine Chance. Egal, ob ihr da seid oder nicht. Ihr könnt es immer noch etwas zu etwas bringen, ja. Das hängt nicht davon ab, auf welche Schulform ihr geht, wie ihr später leben werdet oder was ihr später mal erreichen werdet. Die Schule ist einfach eine Institution, die andersdenkende Menschen nicht gerade so gut fördert, sage ich mal, ja. Entweder die andersdenkenden Menschen passen sich in so einem Rahmen an, so wie ich das zum Beispiel ein bisschen mache und kriege die Schule irgendwie durch und auch noch sehr gut durch. Das machen aber nicht alle. Ja, aber das heißt nicht, dass ihr dann keine Quali habt oder so und dann kaum was machen könnt. Also klar, mit Jobs und so ist das dann ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, wenn ihr, sag ich mal, euren Ideen oder so vertraut, wenn ihr den Weg geht, den ihr gehen wollt, dann könnt ihr die epischsten Leute der Welt werden, sag ich mal. Und trotzdem sehr, sehr Großes erreichen und euer Glück finden, auf jeden Fall. Ne, deswegen, ich finde es immer so ein bisschen schade, weil durch dieses Schulsystem, also klar, viele Leute, die auch auf der Hauptschule sind zum Beispiel oder auf der Realschule, die schreiben sich selber schnell ab, sag ich mal. Also ich habe so oft das Gefühl, dass die sich selber eben relativ schnell auch abschreiben und sagen, wir können zu nichts werden, lassen sich hängen und werden natürlich so dann auch nicht irgendwie so schnell irgendwas. Oh, das könnte übel werden. Ja, das ist eben immer ein bisschen, ich sage einmal, difficult, ja. Ist immer ein bisschen schwierig. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Komm. Going to hell, my friend from Texas. I hate your mom. Oh yeah. So, geh weg. Deswegen, das finde ich ist... Oh, jetzt haben wir doch epische Items. Ich finde, das ist wirklich, wirklich very, very wichtig, dass man das irgendwie weiß. Und Außenseiter sein ist nicht schlimm, Leute. Also, auch es ist manchmal anstrengend, ja, natürlich. Oh. Natürlich ist es manchmal anstrengend, der Außenseiter zu sein. Auf jeden Fall ist es das, ne? Wenn man sich dann mit blöden Späßen von Mitschülern rumschlagen muss, mit denen man sich gar nicht rumschlagen will und so weiter und so fort, kenne ich auch alles. Ist halt immer ein bisschen scheiße, ne? Aber man muss es einfach positiv nehmen. Also bei mir zumindest, oder bei mir zum Beispiel war es in der Schulzeit eigentlich so, ich habe am Anfang der 5 kannte ich niemanden. Ja doch, ich kannte welche, aber mit dem war ich jetzt auch nicht ganz so dicke. Das heißt, in die neue Klasse bin ich gekommen, komplett ohne irgendjemanden zu kennen. Also schon, also ohne jetzt irgendwelche so feste Kontakte zu haben, wo ich jetzt sagen würde, irgendwie mit denen habe ich Bock, meine Pause zu verbringen. Dann habe ich, und das ist bei mir irgendwie auch oft irgendwie der Fall, keine Ahnung, warum das so ist, dann habe ich halt da jemanden, sitzt man halt, wir saßen nebeneinander von Anfang an, der kannte da auch kaum einen, und mit dem hat man dann halt geschnackt und so, getroffen habe ich mich mit dem nie, weil der war immer komisch. Also ich habe manchmal so ein Talent, komische Leute anzuziehen, ja, also jetzt nicht euch, aber so, ich meine so im Privatleben, habe ich manchmal so das Talent, wirklich komische Leute anzuziehen, die wirklich total komisch sind und mit denen ich gar nichts zu tun haben will, aber die treffe ich am Anfang immer, und weil man ja am Anfang noch nicht weiß, was für Menschen vor einem sind, spricht man dann mit denen oder so und merkt dann eben erst hinterher, dass die eigentlich irgendwie ein bisschen nicht so
ne? Ha, halt sind, ne? Oh, das ist schön. Und, Moment mal, hatte ich jetzt den Geheimraum schon? Ja, da war der Pilz drin. Düm, düm, düm. Ne, das war oben. Das war eine Etage drüber. Hier hatte ich den noch nicht. Ja, mit dem habe ich mich dann, ich glaube, das ging gut ein Jahr. Das war hinterher, muss man, nee, doch, hier war das. Muss man auch sagen, er wurde sehr gemobbt von der Klasse hinterher auch. Er hat dann auch die Klasse verlassen, die Schule. Ist klar, keine Ahnung, wo der hin ist. Entweder der ist auf einem anderes Gymnasium auch oder der ist auf einer Realschule. Ich weiß gar nicht. Der war auch nicht besonders gut, davon mal abgesehen. Von dem habe ich mich dann auch relativ schnell entfernt. Habe dann aber Freunde gefunden, mit denen ich, mit dem einen, mit dem ich sehr lange wirklich befreundet war. Eigentlich bis zur... Bis wohin war das? Ich glaube, bis zu Ende 9. Bis zu Ende 9? Ich glaube, bis zu Ende 9. Bis Ende 9, zu Ende 8. Dann, ja. Dann ist das Ganze aber auseinandergegangen. Ja, was genau jetzt war, muss man auch gar nicht wissen. Ah, komm, das nehmen wir jetzt mit den Engeln. Das ist doch ein epischer Run. Da habe ich jetzt Bock drauf. Den machen wir, glaube ich, noch. Dann ist das zwar ein extrem langer Part, aber okay. Okay, Leute, ist ein extrem langer Part. Wisst ihr Bescheid, das wird der längste Part, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe, aber okay. Ist halt eben ein extrem langer Part. Viel Spaß damit, werdet ihr wahrscheinlich, die nächsten Parts werden wieder kürzer. Schon allein aufgrund der Zeit und weil ich, wie gesagt, ich werde überlegen, mal gucken, wie ich das mache, ich überlege mir was. Oh, scheiße. Vielleicht sterben wir jetzt auch, doch. Weil ich die nächsten Parts, wie gesagt, interessanter anders gestalten werde. Mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht die ersten noch nicht, aber ich überlege mir was. So, auf jeden Fall ging das so bis ich sag mal... Ja, bis Ende 9, Ende 8 irgendwie war das. Dann haben wir uns zerstritten, also Gegenstand des Zerstreits, beziehungsweise, was heißt Gegenstand? Das hört sich jetzt falsch an. Sondern, Grund war, ja, war, sag ich mal, war eine mehr oder weniger angehende, nicht angehende Beziehung. Aber wie gesagt, das ist eine andere Sache. Und ja, da ist das Ganze dann auseinandergegangen und das hat mich halt sehr aufgeregt. Das war... So ein bisschen, also in meiner Sicht wurde mein Vertrauen missbraucht, aber okay. Habe ich dann eben so hingenommen. War halt eine ziemlich blöde und ja, sehr scheiß. War eine scheiß Geschichte. Auf jeden Fall ist das dann auseinandergegangen. Ich habe dann halt auch Kontakt abgebrochen, habe da absolut keinen Bock mehr drauf gehabt, weil ich gedacht habe, Idioten brauche ich nicht. Und dann habe ich mich ab da eigentlich bis heute mehr oder weniger schlage ich mich da komplett alleine durch. Also ich kenne zwar Leute in der Schule, ich spreche auch mit einigen, mit vielen und das kann man auch wirklich als Freundschaft bezeichnen bei einigen. Den guten Jascha zum Beispiel, Jascha, ich grüße dich. Oder hier, ja, das sind teilweise so flüchtig, kennt man die halt. Das sind jetzt keine richtigen Freundschaften, mit denen man sich irgendwie öfter mal trifft oder so. Aber es sind halt so ich sag mal, flüchtige Freundschaften, ja. Und, wie heißt es? Ja, aber im Großen und Ganzen schlage ich mich da eben dann seit den letzten 3-4 Jahren einfach alleine durch. So, das ist zwar manchmal nicht ganz so toll, wenn man dann da sich alleine mehr oder weniger durchschlägt und sich so denkt, ja toll. Und ja, was willst du machen, ne? Aber okay, so ist es. Und ich komme damit aber eigentlich auch gut zurecht. Also im Kindergarten war das immer anders, in der Grundschule auch. Ja, im Kindergarten, Grundschule, da war ich voll integriert und so und da war auch alles super geil und die Leute waren auch geil und so. Aber jetzt in der Weiterführenden hat sich das dann halt eben immer mehr abgekapselt. Und, ja, ist eben so, ne? Aber es ist nicht schlimm, Leute. Also wenn ihr euch alleine durchschlagen müsst, schlagt euch ruhig alleine durch. Ich kann euch da nur Mut machen. Alleine durchschlagen hat auch seine Vorteile, ne? Man hat zum Beispiel mehr Zeit, ne? Aber... Ja, wie gesagt, es gibt, glaube ich, viele, die werden dann auch gemobbt. Gemobbt werde ich nicht eigentlich, nö, eigentlich nicht. Aber ich lasse mich auch nicht gerne mobben, ne? Also ich bin jemand, der lässt sich eigentlich nicht so gerne mobben. Beziehungsweise kann ich dann auch schon mal einen Spruch zurückgeben, da habe ich gar kein Problem mit. Aber sowas von gar keinen Vertrag mit. Wenn mir einer auf den Nerv geht, dann kann er das auch gerne mal merken. Beziehungsweise wenn er meint, er muss einen blöden Spruch machen oder so. Oder er muss mich zum Let's Battle herausfordern, dann kann er das gerne tun. Aber da battle ich auch gerne schon mal mit. Nicht körperlich, aber verbal oder psychisch battle ich da schon mal gerne mit. Habe ich aber schon lange nicht mehr gehabt, sowas. Ne? Deswegen, schlagt euch, lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr so auch eher der Typ Außenseiter seid. Schlagt euch einfach durch und so wie Julians Blog das ja treffend schon mal formuliert hat und so wie andere das auch formulieren.
All die Idioten, die ihr in der Schule nicht mögt, die euch ärgern, die arrogant sind, die arrogant durch die Schule laufen, sich auf ihren Schulerfolg etwas einbilden, all die werden hinterher sehen, wenn ihr euch schön auf euch konzentriert habt in der Schule, vielleicht auch schön gelernt habt in der Schule, das gemacht habt, für das ihr euch interessiert, die werden hinterher sehen, wie ihr an denen vorbeizieht, wie ihr euren Erfolg haben werdet, euer Glück finden werdet und wie die einfach mal untergehen werden, weil sie die ganze Zeit auf materielle Scheiße gebaut haben und überhaupt keine Ahnung von nichts haben, überhaupt von ihrer Arroganz nie heruntergekommen sind und so weiter und so fort. Und ihr werdet schön an denen vorbeiziehen, sage ich mal, und so gleicht sich das dann hinterher alles wieder aus. Die haben nämlich nur vordergründig, sage ich mal, das Bessere losgezogen, aber auf lange Sicht auf keinen Fall. Ja, so ist es auch, ganz ehrlich, also es ist zwar immer so ein Standardspruch, aber so ist es auch. Denn, wenn ihr ein bisschen mehr lernt, zum Beispiel, wenn ihr in der Schule diejenigen seid, das ist ja immer so, wenn man, also in der Oberstufe, finde ich, ist es nicht mehr so, nee, eigentlich nicht. Da haben die das akzeptiert. Da sind auch einige, sind da auch drauf umgeswitcht. Aber gerade in der Unterstufe so, in diesem pubertären, extrem pubertären Alter ist es halt oft so, da ist was zu wissen, ist uncool. Wissen ist uncool, Leute. Ja, man ist uncool, wenn man was weiß. Das ist vollkommen absurd, weißt du, eigentlich, oder? Also ich finde das vollkommen absurd, das ist scheiße und dass man uncool ist, wenn man was weiß. Ich meine, wie absurd ist das denn bitte? Heute sagt man das absurd, aber wenn man in der betreffenden Klasse ist, sagen viele, das ist nicht absurd. Das ist eben so, ne? Ach, gibt's hier wieder Scheiße, ey. Satan, du hast auch schon mal bessere Deale gehabt hier. Ich hoffe, dass überhaupt Outer City die Kacke von der Länge her aufnimmt. Nicht, dass das abkackt. Ich habe so eine schöne Rede gehalten. Leck mich am Arsch. So. vielleicht soll ich wirklich zur Sicherheit mal... Ich glaube, ich mach das mal. Ich beende mal kurz den Part zur Sicherheit, damit er das safen kann bis gleich. So, da sind wir auch gleich wieder. Unverhofft kommt oft. Haha. So, also wir waren dabei, ja, wie gesagt, ne? Wenn ihr ein bisschen die Außenseiter seid in der Schule, drauf geschissen, schlagt euch durch. Oft hat man es als Außenseiter, finde ich besser. Man muss sich nicht so viel im Druck geben. Und lasst Gruppendruck sein, Leute. Lasst es sein. Also ich sehe das manchmal bei uns, auch in der Stufe teilweise. Es gibt so viele nette, wirklich nette, intelligente Leute. Die müssen noch nicht mal intelligent sein. Die sind wirklich nett. Aber... Die werden teilweise, leider Gottes, durch den Drang oder durch das Bedürfnis dazu zu gehören, teilweise echt verdorben. Muss man mal ganz klar so hart sagen. Und das finde ich verdammt schade, wirklich. Und ich mache jetzt was verdammt Beklopptes. Aua. So. Finde ich wirklich schade, weil teilweise sind sie wirklich sehr nett, aber dadurch wird das dann deswegen... Also lasst Gruppendruck sein, macht nur das, was ihr wollt. Lasst euch in nichts hineinzwängen. Denn ihr als Person braucht euch doch auch gar nicht in was hineinzwingen lassen. Wenn ihr immer das macht, was ihr wollt, das ist extrem kacke gerade, dann ist doch alles Paletti. Ah, ich hätte das rerollen sollen, fällt mir gerade mal auf. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich einen Würfel habe. Das ist so, wenn man eine kurze Aufnahmepause macht, dann vergisst man schon mal einiges. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Schultypen seid. Seid ihr, also wenn ihr das wollt, wenn das nicht zu privat ist natürlich. Seid ihr eher so der Außenseiter auch in der Schule, der ein bisschen so der Alleingänger, oder seid ihr eher so der Boss in the House? Luck up, schön. Seid ihr eher Boss in the House oder sowas? Oder was geht bei euch so ab? Wie ist das bei euch so? Wie läuft das? Oh, wow, das hat sich gelohnt, Leute. Und wie sich das gelohnt hat. Tears up, Health up, alles bekommen. Würde mich echt mal interessieren, wie so das Verhältnis eventuell ist. Wie das bei euch so aussieht. Wie gesagt, bei mir habe ich ja gesagt, ich bin eher der Außenseiter. Ich bin auch eher so der, was viele... Deswegen, also beliebt in der Schule bin ich nicht wirklich, ne? Also war ich nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich glaube, viele aus der Stufe... Einige gucken, glaube ich, auch ab und zu mal die Let's Plays. Vielleicht guckt der eine oder andere sogar jetzt mal zu. Ich glaube, der Kevin guckt öfter mal Binding of Isaac. Hallo, Kevin! Hallo! Falls du zuhören solltest, hallo! Ich glaube, teilweise finden die das, glaube ich, mit den Let's Plays recht komisch irgendwie. Ich glaube, die steigen da nicht so ganz durch. Vor allem, das war eben lustig. Früher war das immer so, da hat der ein oder andere mal gesagt, so, ach, der Kevin, was macht der eigentlich? Der macht doch bestimmt gar nichts. Der lernt den ganzen Tag, der liest Bücher. Und ich habe mir früher schon gedacht, der Kevin, der macht den ganzen Tag Sport und Lesen ist eigentlich gar nicht sein Ding. Und ich glaube, als die Ersten, die eben diese Meinung von mir früher immer hatten, als die erfahren haben, dass der Kevin hier irgendwie Big Business auf YouTube macht,
und irgendwie voll der Zocker ist in Wirklichkeit, da ist für die erstmal eine Welt zusammengebrochen, glaube ich. Weil das hätte man eigentlich, glaube ich, gar nicht so von mir erwartet. Obwohl ich mich immer dagegen gewehrt habe, also ich habe mich immer gegen dieses Bild des Strebers gewehrt, weil ich es irgendwie scheiße fand, beziehungsweise weil es einfach nicht stimmte. Und ich hasse, wenn Dinge erzählt werden, die nicht stimmen. Und ja, aber das nimmt einem halt keiner ab, wenn man diese guten Schulergebnisse hat. Ist halt schon ein bisschen mies gelaufen dann, aber ja, man sieht's ja. Ich bin voll der Zocker eigentlich und ich bin gerne, ich habe schon immer gezockt. Ich habe im Kindergarten schon immer gezockt. Ich habe immer gezockt, Leute, immer. Nein, fuck. Fu, mein Leben besteht aus Zocken. Und ich weiß, dass der ein oder andere Lehrer es auch herausgefunden hat, mit meiner mysteriösen Tätigkeit hier. Weil ich den ein oder anderen sogar bei Facebook habe. Und dann ist das ein oder andere halt mal, wenn ich ein Video poste, da achte ich doch nicht drauf, ob ich jetzt Freunde aus der Schule bei Facebook habe oder was. Ist mir voll egal, Mann. Deswegen. Aber ich habe da nichts gegen. Mir ist das egal. Mir ist das egal. Ich meine, ich mach das, ich lade das ja öffentlich für alle Welt hoch. Da kann ich ja, ne? Muss ich mir ja vorher überlegen, ob ich das öffentlich hochlade und mich dann irgendwie beschwere darüber, dass es, also es wär zumindest sehr unlogisch, wenn ich etwas veröffentliche, für die ganze Welt sichtbar mache und mich dann darüber beschwere, dass es jemand aus meinem Umkreis sieht. Also, da muss man ja mit rechnen. Am Anfang musste man da nicht mit rechnen, aber mittlerweile muss man da ja mit rechnen. Aber ich habe da auch nichts gegen, ich finde das in Ordnung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! This fucking hell shit! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein, ich bin so pro-like, Leute. Ohne Scheiß. Das war so gut, ne? Das war so gut. Ja, manchmal muss ich auch selbst loben, ne? Ne, aber ich war auch manchmal so der Penner, wie manche das fanden, der die Hausaufgaben, das bin ich heute noch. Ich gebe die Hausaufgaben nicht weiter. Warum denn? Die habe ich gemacht. Das sind meine Hausaufgaben. Meinst du, ich habe die gemacht, damit die ganze Schule hat oder so? Nee, das sind meine Hausaufgaben, die habe ich gemacht und die bleiben auch in dem Heft, wo sie sind und das Heft bleibt im Turnister, wo es ist. Ich erkläre den Leuten das gerne, also meine Schwester nicht so gerne, weil meine Schwestern teilweise blöde Fragen haben. Aber, ne, es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten, wird ja immer gesagt. Aber das halt, da halte ich nicht wirklich viel von, Leute. Das ist so ein Spruch, um dumme Fragen zu rechtfertigen, finde ich. Ne? Also das ist jetzt, finde ich, nicht so... Es gibt dumme Fragen. Wenn da ein rotes Auto vor dir steht und es fragt jemand, der nachgewiesen nicht farbenblind ist und auch nicht normal blind ist, welche Farbe das Auto hat, dann ist das für mich eine dumme Frage. Das hat eine ironisch dumme Frage. Fertig. Da kannst du mir nicht erzählen, da gibt es nur eine dumme Antwort drauf. Das ist eine dumme Frage. Fertig. Ganz einfach. Ja, deswegen. Letztens hat er auch immer gefragt, kann er ein Physikbuch haben? Er hat das nicht gelesen zu Hause, weil er wegen dem Umzug nicht weiß, wo sein Physikbuch ist. Vor der Stunde weiß. Hab ich ihm gesagt, nö, wir gehen doch gleich da rein. Da gebe ich ihm nicht mein Physikbuch ab. Das ist meins. Ich weiß, dass manchmal egoistisch vielleicht oder manche würden das so als egoistisch bezeichnen und so weiter und so fort. Oh, Haarknäuel. Sauber, Jack! Oh mein Gott. Jetzt müssen wir damit die Gegner töten. Dann wird er. Aber ich habe die Technik mit dem gar nicht drauf. Das ist voll behindert. Beschweren sich gleich die Leute. Beschwert euch gleich wieder, weil ich die Technik mit dem nicht drauf habe. Ich habe den ja erst einmal gehabt. Boah, der Run ist voll geil, Leute. Den muss ich jetzt noch zu Ende machen, auch wenn es sau spät wird. Für euch mache ich das gerne. Für euch nehme ich das in Kauf. So. Ich überlege mir gerade, ob ich den Run wirklich so hochgeladen habe. Ja, ich habe den wahrscheinlich wirklich in einem hochgeladen, weil eigentlich ist der schon ein bisschen arg lang, ne? Oder besser gesagt, der wird ein bisschen arg lang. Aber dann machen wir nur den Satan, dann machen wir nicht den Isaac. Dann machen wir es wirklich mal anders. Machen wir jetzt mal nur den Satan an und beeilen uns jetzt ein bisschen vielleicht. A little bit. Alter! Jetzt könnte ich das rerollen, aber auch das andere. Aber ich glaube, ich reroll das, weil das andere ist Range oder so. Das kann man immer noch mal gebrauchen. Obwohl, The Kid, das sind Bomben. Wie viele sind das? 10, ne? Naja, die Bomben kann man auch gebrauchen. Ich nehme die Bomben mit. Die kann man sogar noch mehr gebrauchen. Damit wir gleich... Gleich machen wir Speedrun. Hier kann man die Bomben sehr gut gebrauchen. Da sind, wie gesagt, immer noch die größten Fuck... Hm. Guck mal, kennst du den Trick mit der Bombe schon? Ach, ich sollte doch... Genau, ich habe meinen Haarknäuel vergessen. Damit soll ich die Gegner eigentlich umbringen, ne? Hm, na egal, machen wir später. So, da muss ich gleich rerollen. Da oben haben wir es jetzt mitgenommen. Sieht doch schon mal ganz gut aus, Leute. So. Ach du liebe Gott. Ja, wie soll ich denn da den Haarknäuel anwenden mit den Fackviechern?
So, komm her. Haha, du Loser, du Loser, du Loser. Was ist da drin? A Fishhead. I don't want to have this Fishhead. So, was gibt's denn noch? Worüber kann ich denn auch sprechen? Ich hab ein bisschen über meine Schulzeit gesprochen, dass ich eigentlich manchmal voll der asoziale Arsch war. Hahaha, da da da. Blast Damage, das ist auch gut. Mr. Mega! Mega ist 10 hoch 6. Ha! Muss ich ganz selber Physik immer mal mit dem Scheiß um Einheiten umrechnen. Ich hasse Einheiten umrechnen. Das ist richtig behindert, Einheiten umrechnen. Wir haben aber auch so spät. Ich bin langsam schon echt extrem müde jetzt. Also deswegen kann ich jetzt auch nicht mehr so die übelsten Sachen hier raushauen und erzählen irgendwie. Also könnte ich wahrscheinlich schon, aber mir fällt gerade auch nichts ein, weil ich habe mein Pensum eigentlich für den Part schon längst verbraucht. Der Part geht ja auch schon 8 Stunden jetzt mittlerweile. Ist der längste Part auf Isaac ever und es wird auch der längste Part auf Isaac jemals bleiben. Und ihr habt euch bestimmt schon gewundert, also ich glaube, diesmal werde ich gehatet für die Folgenlänge. Sonst wolltet ihr immer, dass ich voll lange mache und dann habe ich eine Stunde gemacht und das fandet ihr gut und ich glaube, das findet ihr jetzt zu übertrieben, ne? Ich weiß es jetzt schon. Ich weiß das schon, ich kenne euch und bis hierhin hat bestimmt auch keiner geguckt. Das weiß ich eigentlich jetzt auch schon. Deswegen ist das eigentlich voll unklug von mir, das am Stück hochzuladen, aber nein, puh, boah, war das Glück, Alter. Aber ich mache es trotzdem. Bombs are keys. Das war jetzt nicht Sinn der Sache. Aber okay. Und den Charge-Up nehme ich mir gerne mit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen machen wir das nochmal. Tadam! Bam! Und einmal Charge-Up, bitte. Dankeschön! Items recharged! Können wir öfter den Würfel einsetzen. Und warum gehe ich eigentlich noch hier lang, wenn ich einen Speedrun machen wollte? Kurze persönliche Frage von mir. An mich selber. Aua. Blöder Penner, stirb. Hast du dich, hast du deine Mutter. So, fertig. Na ja, komm, das gehen wir. Hier gehen wir noch oben lang, aber dann den Rest nicht mehr. Ansonsten wird es echt zu krass lang, Mann. Ich hab morgen School. Ich hab morgen School. Aua. Da ist der Boss. Deswegen gehen wir da lang. Ja, ist eine berechtigte Sache. Weiter geht's. Und ich habe immer noch nicht mit dem Haarknoll-Dingens. So, jetzt hat er den nochmal. Haha. Jetzt hast du ordentlich einen auf deinen Sack bekommen. Auf deinen richtig fetten Sack, Alter. Jetzt geh weg, du Sackfresse. Hast du deinen Sack? Du bist eine Sackfresse. Komm her. Sack Reiso. Reiso! Ja, Reitosal. Nimm ich mit, das Tier ist ab. Bloß sowas hier. The Lovers. Bams. Okay. Auf geht's. Rein da. The Unicorn is missed. The Pille is missed. Ich möchte ein besseres Item haben. Oh, das ist so behindert. Ich bin gleich tot, Leute. Macht euch keine Sorgen. So nimmt der Part dann doch ein relativ schnelles Ende, obwohl er es gar nicht sollte. Ey, das sind aber auch keine Gegner, wo man jetzt wirklich großartig hier anfangen kann. Ja, ich habe es gerade mal versucht, aber mir erschließt sich das noch nicht so ganz, wie genau die Technik sein soll mit dem Haarknäuel. Zumindest nicht bei solchen Pissgegnern hier. Nein. Ach, keine Ahnung, wie das mit dem Kack-Haar-Knäuel geht. Ohne Kack. Ey, das nehmen wir mit. Wir gehen ja eh zum Satan. Das increased damage. Das ist gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. That was knapp. That was so knapp. So crap. Morgen ist Montag, ne? Oh, Alter. Beziehungsweise heute ist Montag. Ich hatte heute Pädagogik. Pädagogik war bestimmt saugeil. Ich liebe Pädagogik. So, weiter geht's, Freunde. Und Hammer. Wir können rerollen. Boah, so spät, so spät. Wir haben gleich 12 Uhr und ich muss um 7, kurz vor 7 aufstehen. Boah. Bams. Nehm mal mit, könnte nützlich sein. So, jetzt aber ganz schnell, Leute. Entweder wir packen es dann gut oder nicht. Wir haben ja noch ein Leben. Ich kann da jetzt keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Das wird sonst echt too late. Und wir haben ja auch alles durchgesprochen jetzt, sag ich mal. Oder ich habe euch alles erzählt, was ich euch jetzt innerhalb dieses Parts erzählen wollte eigentlich.
ein bisschen gelabert, ein bisschen geplaudert. Wir haben einen kleinen Teeplausch gemacht. Einen kleinen Kaffee-Crunch habe ich mit euch zusammen veranstaltet. Ich hoffe, euch hat dieser Kaffee-Crunch gefallen. Mir hat er auf jeden Fall gefallen, dieser Kaffee-Crunch. Und ich fand den auch... Aua, blöder Penner. Ich fand den auch voll knorke. Hey, geh weg! Hast du dein Spiegelbild? So. Ich fand den halt auch voll knorke von euch. Ich habe kein Geld, also was soll ich da? Komm, zack, fertig. Yay! Oh, eine Bombe können wir mitnehmen. Come on! Hello! Und jetzt gucke ich mal, was drin wäre. Oh my god! A Minecraft Pickaxe! Oh! Und hier ist bestimmt auch nicht der Endgegner, ne? Oh, fuck you all, Alter. War richtig hart jetzt. Richtig hart, Mann. Gar keinen Bock mehr auf diese Fuckräume hier. Jetzt geh weg. Oh, sauber. Komm her, zack. Danke. Eieiei. Ne, ich weiß gerade echt nicht mehr, über was ich noch labern könnte, Leute. Außer über das Spiel. Über das neue Projekt, was noch kommt. Da freut ihr euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Nee, aber was ich jetzt generell nochmal ansprechen kann, ist, genau, das wollte ich eben eigentlich schon ansprechen, ist, dass mir ja, wie gesagt, immer sehr langweilig war. Also, wenn gerade kein Spiel zu zocken gab und Sport habe ich ja dann auch gemacht und da war ich irgendwann dann auch satt, sozusagen. Der Durst war gestillt für eine Zeit. Und, ja, da hat eben YouTube jetzt den Platz schon seit ganz grob drei Jahren. Also eigentlich eher 2,5 Jahre hat YouTube da jetzt den Platz eingenommen. Und da bin ich auch wirklich sehr froh drüber, muss ich sagen, ja. Also ich freue mich weiterhin über jeden Zuschauer, beziehungsweise ich bin sehr froh, dass ihr Tag für Tag die Videos guckt, dass ich, ja, ich sag mal, Leute zum Labern habe. Also, dass ich mit euch irgendwie in Austausch treten kann, dass ich mit euch in Kontakt treten kann, beziehungsweise eure Kommentare lesen kann, eure Meinungen hören kann. Das ist wirklich schon mega geil, sag ich mal. Und es freut mich wirklich auch sehr, weil so können wir alle irgendwie was lernen. Und ich kann auch eine Menge lernen. Ja, ich lerne viele verschiedene Menschen kennen, man lernt Denkweisen von denen kennen, man lernt verschiedene, keine Ahnung, Ansichten von denen kennen, die man vielleicht vorher so noch gar nicht, über die man noch gar nicht nachgedacht hat, ja. Und deswegen finde ich das wirklich eine mega geile Sache mit YouTube, ich finde es super interessant, ich freue mich auf die ganzen Events, Gamescom nächstes Jahr, freue ich mich sehr, sehr drauf und bin eigentlich sehr traurig, dass das noch so lange dauert bis dahin. Dauert nämlich schon noch sehr lange bis dahin. Alter, ich meine, gerade war ja, jetzt war ja gerade erst die letzte Gamescom. Aber ich freue mich schon wieder unglaublich drauf. Also ich bin schon wieder heiß. Heiß, ja, ich möchte zur Gamescom. Und ja, vielen Dank wirklich für all eure Unterstützung, die tagtäglich kommt in Form von Kommentaren, Anregungen, wie auch immer, von Views, was weiß ich nicht alles, ja. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Da kann sich jetzt jeder angesprochen fühlen. Auch die Leute, die erst kurzzeitig dabei sind, die vielleicht heute das hier, ja, von denen, bei denen, ich kann nicht mehr reden, die dieses Video als erstes von mir überhaupt gesehen haben. Also die Leute, bei denen dieser Part ihr erster war. Das kann man noch schöner ausdrücken. Mir fällt es gerade nur nicht ein. Es liegt bestimmt an der Uhrzeit und an der Übermüdung meiner Gehirnzellen. Ja, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle. Ohne euch wäre das hier wirklich nur halb so lustig und mir macht es immer noch Spaß und ich möchte mich natürlich weiter verbessern. Und deswegen frage ich auch immer mal wieder und sage immer mal, hey Leute, wie seht ihr das eigentlich? Ich sehe das so und so. Was kann ich denn eurer Meinung nach verbessern? Weil ich möchte mich natürlich verbessern. Ich möchte besser werden und nicht schlechter werden, ist ja klar. Irgendwie, ne? Und qualitativ hat sich da ja schon einiges getan. Vom Kommentarstil bin ich selbst oft nicht so zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da immer sehr, sehr kritisch, was den Kommentarstil angeht. Es gibt selten Folgen, bei denen ich sage, die gefallen mir, nachdem ich sie aufgenommen habe. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, aber
Solange ich nicht den größten Crap mache, irgendwie. So immer, Alter, deine Mutter ist Schwede, ich bin deine Mutter oder so. So richtig Crap, fuck. Ich weiß, ich könnte da reingucken in den Dingens, habe ich aber jetzt gar keinen Bock. Ich gehe jetzt unten lang und wetten, da ist das wieder nicht. Weiß ich, muss hier schnell machen und dann finde ich den Bossraum nicht. Was soll das denn eigentlich? Ist doch richtig behindert. Ey, Leute, ihr müsst mal gucken. Die Steinlaus von Loriot. Ich habe das immer noch nicht geguckt. Meine, heute, boah, das war eh voll krank. Heute, das war richtig krank. Ihr habt noch nie so was Behindertes gesehen. Also da habe ich mir gedacht, früher, die waren echt richtig behindert im Fernsehen. Und zwar habe ich mit meiner Mutter heute Mittag mal kurz Fernsehen geguckt. Also, besser gesagt, wir haben was gegessen irgendwie. Es gab so Laugengebäckdinger da. Und die haben halt im Wohnzimmer gegessen. Und da war halt eins Festival an, ne? Und dann, was war da? Lindenstraße lief da erst irgendwie. Alte Folgen von vor 10 Jahren von Lindenstraße. Meine Mutter guckt die Lindenstraße, deswegen hat die das eingeschaltet gehabt. Und hatte mal so die alten Folgen geguckt eben. Und danach kam Dr. Chomsky oder so. Hieß der Dr. Chomsky? Keine Ahnung! Ohne Kack! Und er hat da so ein Tier am Arm und fängt da einen zu erzählen, was für ein Tier das ist, wo das herkommt. So in Schwarz-Weiß, weil es ist so richtig alt. Und da gibt's irgendwie eine Verarsche von Loriot, das heißt die Steinlaus. Und meine Mutter meinte, muss ich dir unbedingt angucken, die Steinlaus. Ist voll geil. Und ich habe mir die Steinlaus jetzt immer noch nicht angeguckt. Deswegen guckt euch mal die Steinlaus an und schreibt mir mal in die Kommentare bitte, was ihr von der Steinlaus haltet. Also Steinlaus Loriot, da müsstet ihr was finden. Schreibt mir mal bitte, wie das ist, beziehungsweise erinnert mich, wenn ihr bis hierhin gehört haben solltet überhaupt, erinnert mich mal bitte daran, ach scheiße, ich wollte das rerollen, dass ich die scheiß Steinlaus mal gucke, ja? Weil ich vergesse das eh wieder. Das weiß ich jetzt schon, dass ich das wieder vergesse. Und warum gibt's das fucking Messer für... Warum kann ich das nicht nehmen? Rerollen, Scheiß-Items. Ja, damit ich das nicht wieder vergesse, dann gucke ich beim nächsten Mal nämlich auf jeden Fall rein, wenn ihr mir das jetzt schreibt, in die Kommentare. Und da stehen so 80 Kommentare, guckt die Steinlaus von Loriot an, dann vergesse ich die auch bestimmt nicht. Und dann könnt ihr mir mal selber schreiben, wie ihr die findet. Steinlaus, ey. Ich habe mir nur schon wieder gedacht, WTF, weißt du? Was das bestimmt für ein Scheiß ist, aber Loriot ist genial, Mann. Und ich finde Loriot lustig. Ich habe, als ich das letztens schon mal gesagt habe, dass ich Loriot und Harpe Kerkeling gut finde, hat einer geschrieben, Loriot und Harpe Kerkeling, die langweiligsten Comedians, die ich kenne. Und ich denke mir, what the fuck? Wie kann man die langweilig finden? Die haben wenigstens noch Humor mit Niveau, ja. Ich sag mal ganz krass hier, so ein Mario Badge und so ein Oliver Pocher, die haben ja gar kein Niveau, ja, die haben gar kein Niveau. Natürlich gibt's heute auch noch Leute mit Niveau, der Harald Schmidt zum Beispiel, der hat auch Niveau, finde ich. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf hier, ich spreng die einfach alle weg. Aber da diese neudeutschen Comedians, die wir da haben, die die Arenen füllen und wo alle immer lachen, das ist einfach Klischee-Abfertigung und das finde ich überhaupt nicht lustig. Aber so ein Loriot, so eine Benimmschule, mein Gott, wie soll man die Benimmschule toppen, Mann? Das ist einfach so geil wie der Typ, weißt du, das ist so eine Benimmschule und werden ihm halt Regeln, Knigge und so beigebracht. Und er macht das halt immer falsch und muss halt dann immer den Rotwein, den er da stehen hat, nochmal trinken, weil das zur Übung mitgehört. Und irgendwann ist er richtig besoffen und macht nur noch Scheiße. Und das ist einfach so gut. Das ist so gut. Oder die Hoppenstedts, Mann. Uff, da, 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 uff, da, da. Wie der alte Opa da anfängt, ja, wie er anfängt, das Spielzeug in dem Laden für Dicky zu kaufen. Ich meine, wie kommt man darauf, ein scheiß fucking Kind in einem Sketch Dicky zu nennen? Wie kommt man darauf? Und wir bauen uns ein Atomkraftwerk, kommt ja dann, Hoppenstedts Weihnachten und früher war mehr Lametta, ja, das ist so geil, früher war mehr Lametta, ja. Ach Leute, ihr lacht bestimmt jetzt alle gar nicht, die meisten von euch, die Jüngeren werden das wahrscheinlich alle gar nicht kennen. Ach, guckt's euch einfach an, Leute, ich find's einfach richtig geil, ich liebe das. Das ist für mich immer noch die beste Unterhaltung, die beste komediale Unterhaltung, die es gibt in Deutschland, die wir so haben in Deutschland, finde ich immer noch, so. Wie gesagt, wir machen heute zur Abwechslung mal den Satan. Das geht ein bisschen schneller als jetzt da von wegen hier. Als von wegen Isaac. Genau, Isaac. Da sind wir gerade beim Stichwort. Sehr gut, Mutter. Mother's Heart. So. So, komm, komm, come on. Ah, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yeah! Danke, so. Jetzt nicht falsch gehen, ab zum Satan. Okay, wir haben es gleich geschafft, Leute. Ich habe es gleich geschafft, ich kann gleich pennen gehen, beziehungsweise...
Nein, puh. Jetzt nicht noch sterben. Jetzt will ich auch den Satan noch schaffen. Come on. Nein, fick dich, fick dich. Fuck. So, auf geht's. Ich könnte auch einfach den... Ach du Scheiße. Komm jetzt, nimm dir doch mit. Ich brauch die Bomben eh nicht mehr für den Satan. Hey, I want you for arschen mich. Ja, 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 ja. Sauber. So, den einen Hengst, den mache ich jetzt alleine platt. Bäh. Oh, the unicorn! That's key. Leck mich am Arsch. Oh, the fallen. Ja, den treffen wir doch gleich auch noch. Und treffen wir den jetzt schon auf den? Den wollte ich doch gleich erst treffen. Hör mal, fallen. Master! Ja, jetzt bist du nämlich zu zweit und das hasse ich nämlich an dem. Weil wenn der zweimal rumrennt jetzt gleich wie so ein Affe und dann seine Mega Brimstone Attack macht, da siehst du, wenn der so rumrennt, dann macht er jetzt gleich seine Mega da, seine Brimstone Attack, dann rennt währenddessen der andere rum, dann rennen beide rum, dann haben sie mich beide voll gefuckt und jetzt habe ich so Lovers und jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. So, fertig. Oh, bam, 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 bada. Die Karawane zieht weiter, der Sultan bleibt stehen, der Sultan bleibt stehen, der Isaac bleibt stehen. Bams! Der Strick, der ist gut, jetzt kann ich fliegen. Das bringt mir gar nichts, aber das ist egal. Hoffentlich ist der Satan da. Komm schon, come on. Give me the Mr. Satan, please. I love the Mr. Satan, please. Oh my god, oh my god, oh my god. So! Geh sterben, Junge! Ah! Ich hasse den. So, was haben wir hier? The Moon. In den Shop bringt mir ja gar nichts. Death. Alles klar, aber ich werde mit dem Tod den Satan töten. Ja, yeah, da ist der Raum und das ist mein Untergang. Das ist mein Untergangraum, das ist mein Untergangraum, das ist mein Untergangraum. So, alles klar. Und auf geht's in die Schlacht. Mit einem extra Leben im Gepäck. Oh yeah. Habe ich Satan schon mal geschafft, ohne Leben zu verlieren? Ich glaube nicht. Aber die beiden Stufen zusammen habe ich schon mal geschafft, ohne Leben zu verlieren, auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt richtig behindert. So. Nein, Konnichiwa. 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 Ist das ein Arsch? Okay, auf geht's. Next try. Okay. Komm, Opa Klaus. Na, hast du zweimal auf die Fresse gekriegt? Alter Opernsänger. Seht ihr, das geht mir voll auf den Sack, wenn die beide. Ja, sauber. Opa! Mach mal die Nudeln fertig! Ah, meine Nachbarn werden sich auch denken, was schreit der Opa? Mach mal die Nudeln fertig. Ist der fertig? Na, puh. Da hat er mich verarscht. Da hat er mich übelst gelingt, Alter. Du bist ein scheiß Kack-Opa. Scherichiade! Aha. Ah, du bist ein blöder Penner. Weißt du das eigentlich? Du bist schon so ein kleiner Penner. Muss man dir lassen. So. Mit zwei. Oh, das wird schwer. Come on.
Ja. Geschafft! Yay, Leute! Nach anderthalb Stunden haben wir viele Themen besprochen und wir haben es endlich mal wieder geschafft, den Satan zu töten. Und das nachts um 9 nach 0. Ich sollte mir Gedanken machen. Ach, jetzt habe ich mir aber das Pennen wirklich verdient. Und da, Isaac in der Truhe. Edmund McMillan, du bist der Beste. Und Florian, ich liebe euch, Mann. Ich liebe euch. Game bei Edmund McMillan. Und jetzt nicht Fiorian, sondern Florian himself. Yay! Yeah. Und Jules Conroy. Und da ganz viele andere Leute noch mit dabei. Great Job, Leute. Great Job. Unsere Stats belaufen sich mittlerweile auf 206 Mal am Kills. Wir sollten eindeutig aufhören, dieses Spiel zu spielen. So glaube ich. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, dieser extrem langen Folge. Ja, war wie gesagt extrem lang. Jetzt wisst ihr, was die nächsten Isaac-Parts auf euch wartet. Ich habe euch ein bisschen was erzählt, wobei das bisschen auch ein bisschen viel ausgeartet ist. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Und wenn ihr irgendwas zu kritisieren habt, dann schreibt es mir bitte. Aber kritisiert es wirklich bitte vernünftig. Denn ich habe heute auch wieder irgendwie drei Leute geblockt, weil sie, ja, was haben sie gemacht? Sie waren extrem beleidigend. Fick dich, Alter, du bist scheiße. Oder so eine Kacke, Alter. Sage ich mir direkt Block, weil so einen Umgangston möchte ich nicht haben. Nun gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine gute Nacht, auch wenn ihr das wahrscheinlich gar nicht am Abend seht. Aber das ist voll egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.